fürs Dasein. Dankeschön, Verena. Mensch, dann erfahre ich ja gerade, Coyote Teaching wirkt. Das geht. Ja, herzlich willkommen alle. Was hat, ist mir noch gerade? Ach ja, ich bin ein Stück Geschichte, habe ich jetzt auch gerade gelernt. Auch nicht schlecht. Okay, Michael kam auch noch an. Also, Coyote Teaching, Coyote Mentoring, ein Begriff, der ja immer zu hören ist, wenn es um unsere Szene geht, wenn es um Wildnispädagogik geht, all diese Dinge. Und es hört sich immer so an, weil wir eben aus unserer westlichen Kultur kommen, als sei das eine ganz besondere Methode, um irgendetwas auf die Reihe zu kriegen oder irgendetwas zu erledigen. Es ist aber vielmehr eine Haltung der Welt gegenüber. Und ich möchte am Anfang hergehen und ein paar Worte dazu verlieren, aus welcher Welt Coyote Teaching kommt, um dann die Haltung ein bisschen klarer zu haben. Und ja, es ist natürlich die Welt der indigenen Völker. Und ich habe hier einen rausgenommen, einen Herrn Gilmore, Melvin Gilmore. Der ist ein amerikanischer Ethnobotaniker. Und der, wie er benannt wird, wie kein zweiter die Gedankenwelt, die indianische Gedankenwelt erfasst hat. Und er hat darüber ein Essay geschrieben: The Ground Bean and Its Uses. Das ist erschienen in Indian Notes, Volume 2, 1925. Und die Geschichte, der Titel hat damit zu tun, dass es eine Bohne gibt, die sie Ground Bean nennen, die halt im Boden wächst, ist klar. Und die Geschichte geht so, dass eine bestimmte Maus auch immer diese Bohne sammelt und Vorratskammern anlegt. Und dass die Einheimischen, die dort wohnen, natürlich die Maus kennen, die Bohne kennen und wissen, dass die Maus immer auch einen Haufen Vorräte sammelt. Und die gehen her und nehmen sich ein bisschen was von den Vorräten und nehmen dann und geben dann dafür der Maus was anderes zurück. So, das ist eigentlich die Geschichte. Aber was er beschreibt, ist jetzt, wie die ticken. Und das will ich kurz vorlesen. Der Indianer begreift das Universum als eine lebendige, einige Gemeinschaft. In ihr haben alle Lebewesen, Pflanzen, Tiere und Menschen, vom kleinsten und unscheinbarsten bis zum größten und bedeutendsten, ihren festen Ort. Auch die Geistwesen, die Elemente und Mächte der Erde und des Himmels. Der Mensch als einer der vielen Formen des Lebens in dieser universalen Gemeinschaft steht in vitaler Wechselwirkung mit allen anderen. Soweit Herr Gilmore. Dann habe ich dazu noch einen gefunden, denn David Abram, ein guter Bekannter von John Young, wie ich dann später erfahren habe, und ich habe den auch mal in Hannover persönlich kennengelernt. Der hat ein super Buch geschrieben, auch auf Deutsch, Im Banne der sinnlichen Natur. Viele von euch kennen das sowieso. Und daraus lese ich ein paar Sätze, die das ebenfalls beschreiben, was ich meine. Punkt, Punkt, Punkt. Sodass die Dorfbewohner dem lebendigen Land niemals mehr entnehmen, als sie ihm zurückgeben. Nicht nur in materieller Form, sondern auch durch Gebete, Versöhnungsrituale und Lobpreis. Wie viel geerntet oder gejagt werden darf,
wird immer neu zwischen Stammesgemeinschaft und der natürlichen Welt, in der sie lebt, ausgehandelt. Bis zu einem gewissen Grad beteiligt sich jeder der Gemeinschaft an diesem Prozess des Lauschens und sich Einstimmens auf die anderen Präsenzen, die das tägliche Leben umgeben und beeinflussen. So jeder macht da mit und er führt dann später aus. Und im Speziellen war das immer die Aufgabe der Medizinleute, der Schamaninnen. So, was daraus hervorgeht, ist etwas, was eine zutiefste Selbstverständlichkeit immer gewesen ist und immer noch ist, die gibt es ja noch alle, in Bezug auf, dass du sein kannst, wie du bist. Sein gewähren ist ein alter deutscher Ausdruck, der irgendwie schon altertümlich klingt, weil es natürlich in unserer heutigen Zeit überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist, dem anderen sein gewähren. So, das ist der Boden. Das ist die Haltung der Welt gegenüber der gesamten Welt, nicht nur der Menschenwelt, gegenüber der gesamten Schöpfung, ein Sein gewähren. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass deine persönliche Freiheit, dein Leben zu leben, in allen Aspekten, für uns heute unendlich hoch ist, wenn wir da hinschauen. Diese persönliche Freiheit ist so gut wie unantastbar. Dir kann keiner der anderen irgendetwas sagen oder bestimmen oder befehlen. Irgendwie für uns ziemlich unverständlich. Es dreht sich darum, dass eine initiierte Frau oder ein initiierter Mann, der dann in der Gemeinschaft, in der Dorfgemeinschaft ist, dass der sich entfalten kann und dass ihm da auch kein anderer dreinredet. Und das geht so weit, dass zum Beispiel, wenn heute von indianischer Religion gesprochen wird, ich da nicht mitgehen kann, denn das kann man so nicht beschreiben. Religion ist etwas, was vorgegeben ist und die anderen machen das nach. Bei indigenen Leuten ist das nicht so. Bei den indigenen Leuten ist das ein bei Homo sapiens eigentlich grundsätzlich ein persönliches Erfahren. Und über persönliches Erfahren kriege ich meine Beziehung, meine ganz persönliche Beziehung zu all den nicht körperlichen Wesen oder der nicht körperlichen Welt oder Gott oder dem großen Geist oder dem großen Geheimnis oder you name it. Natürlich hat es Namen gegeben, die sie alle verwendet haben, aber die Beziehung dazu war eine ganz persönliche und keiner konnte dem anderen sagen, hey, du siehst das aber falsch, eigentlich ist das mit Gott aber so und so oder so und so. So, daraus erwächst, da kommt Coyote-Teaching her. Also das kommt aus einem Raum, aus einem Seinszustand, wo ganz klar ist, dass du keinem anderen sagst, wie das geht. Wo ganz klar ist, dass es ein Genuss des Lebens ist, wenn du selbst irgendetwas rausfinden kannst. Wo ganz klar ist, dass dich alle anderen darin unterstützen, aber weil ein gegenseitiges Sein gewähren da ist, dir keiner die Antworten um die Ohren haut auf deine Fragen. Dadurch entstehen Menschenwesen, die, wenn sie sprechen, sprechen sie aus persönlicher Erfahrung.
persönlichem Wissen. Und weil jeder ein bisschen anders auf die Welt schaut, auch in diesem Dorf und natürlich auch in ganz Deutschland oder in der ganzen Welt, ein bisschen anders, kommen diese vielen Aspekte der Weltsichten in der Mitte zusammen, weil jeder sie ein bisschen anders sieht. Und dadurch kommt es erst zum ganzen Bouquet. Wie könnte denn über meine eigene Wahrheit hinaus das noch aussehen? Denn da ist auch klar, dass ich, der ich erfahre und ich in dieser Welt mein Tun und meine Erfahrungen mache, dass ich nicht in der Lage bin, durch die Augen eines anderen zu schauen, wohl wissend, dass die andere Erfahrungen macht oder ähnliche Erfahrungen vielleicht anders einschätzt. Und so kommen Menschenwesen zusammen, die alle ein bisschen anders sind, alle leicht andere Erfahrungen haben und die aber, wenn sie sprechen, aus eigenem Erfahren, aus persönlichem Wissen sprechen. Und das ist ziemlicher Gegensatz zu dem, wenn du nur eine Meinung hast. So, das wird als höchstes Gut gehandelt und es ist unmöglich, dass dir irgendjemand gesagt hat, in diesem Verbund, in dieser Band oder in diesem Stamm oder in diesem Clan, wie irgendetwas geht und was du jetzt so zu glauben hast, fertig aus. Das war unmöglich. Und da gibt es Geschichten darüber, da hat es die Weißen umgehauen, als wir die zum ersten Mal dann getroffen haben, wie weit das gehen kann, wo jeder bei uns gesagt hat, ja, geht's noch. Dass zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Geschichte, dass zwei indianische Leute wollten den einen in der Hütte besuchen und haben sich dazu einen kleinen Flieger ausgeborgt mit einem Piloten, der sie dorthin bringen soll. Und der Pilot hat die Hütte nicht gefunden. Die hätten aber gewusst, wo die Hütte ist. Und sie waren nicht in der Lage, dem Piloten das zu sagen, weil das war so eine Ungehörigkeit. Das muss er selber, da muss er selber drauf kommen. Und dann sagen wir, ja, geht's noch. Es ist ein absolut krasses Beispiel, aber darunter gibt es noch viele, die weniger krass sind. Und das ist einfach der Boden, woher das kommt. Und wenn ich das mal kapiert habe, wo das herkommt, dann kann ich auch viel eher verstehen, worum es da geht. So, es ist ein bisschen ungewohnt, dass ich da nur mich sehe, aber okay. So, aus diesem Klima, aus dieser Haltung heraus, kam diese Geschichte zu uns. Und das meiste, die meisten, die jetzt da sind, wahrscheinlich haben wir schon gehört, dass es damit zu tun hat, dass du nicht sofort die Antworten raushast. Und hier haben wir einen Satz, den habe ich gehört, der wurde mir mal zugesprochen, dass ich das gesagt hätte. Ich habe es aber nur auch von jemand anderem gehört, der da lautete, nur ein schlechter Lehrer droht mit der Antwort. Nur ein schlechter Lehrer droht mit der Antwort. Ja, wir leben natürlich in einer Kultur, wo es sich absolut nicht gehört. Du kriegst eine Frage und du antwortest nicht. Das ist absolut unhöflich. Und du kommst auch damit bei uns nicht durch. Und wenn du das weißt, und wir wissen alle, dass wir damit nicht durchkommen, gehört sich's auch nicht, das ist meine Sicht auf die Welt, wild herum zu Kojoten und die alle zu verwehren. So, es kommt immer ein praktischer Teil zwischendurch. So, das bedeutet, wenn ich ein Seminar habe oder ich beginne jetzt einen Lehrgang, dass ich irgendwann mal ein Einverständnis brauche, dass ich so vorgehe, dass sie jetzt das ganze Jahr über diese Art von Weitergabe oder von Lehren ausgesetzt sind, weil wir davon überzeugt sind, dass es so am besten geht. Und gut ist es dabei, wenn du gleich am Anfang irgendwie ein Beispiel hast. Deswegen gehen wir her und wir haben in der Mitte immer, wir haben immer eine Decke oder sowas, in der Mitte ist dann eine Kerze und da liegen dann die eine oder andere Feder,
weil wir auch räuchern, die Räucherschale, da liegen ein oder zwei Gipsabdrücke von irgendwelchen Säugetieren. Vielleicht liegt alles auf einem selbstgegerbten Leder. Und dann liegen Bücher drumherum. Aber diese Gegenstände, da habe ich immer die Hoffnung, dass dann irgendjemand so einen Gegenstand nimmt, vielleicht so einen Fußabdruck oder auch eine Feder. Und sobald das passiert, wenn du Glück hast in deinem Kurs, passiert das, dass irgendjemand sagt, was ist denn das für ein Fußabdruck? Ein Bär, oder? Und in der Mitte liegt ein Fußabdruck von einem großen kanadischen Wolf. Und dann sagt er, Bär, oder? Und ich sage, ja, wieso denn? Und der sagt, ja, weil so groß. Und ich nehme das immer dann sofort zum Anlass und hole die anderen dazu. Hört mal alle, hier der Dings, er sagt, hier ist ja deutlich ein Fußabdruck. Und er sagt, es ist ein Bär. Was meinten ihr? Kommt er damit durch mit Bär? Ja, so groß kann er sein. Nein, ein Wolf. Wieso denn ein Wolf? Und so geht es hin und her und so. Und ich sage dann, was siehst du denn? Ja, wie, was siehst du denn? Ich sage, woraus besteht denn dieser Fußabdruck? Und dann sagt er, ja, 10. Ja, wie viele denn? Ja, 4. Und da hinten eine andere Zehe, aber die sieht anders aus. Ja, das ist die Ferse. Ja, das ist der Mittelhandballen. Solche Sachen kommen dann dazu. Da kommen plötzlich Vokabeln, die neu sind vielleicht, wie Mittelhandballen. Dann die nächste Frage, was ist denn der Mittelhandballen, wenn du deine Hand hast? Kannst du das mal zeigen und so? Und was siehst du denn noch? Ja, da vorne, das sind so Spitzen. Ja, das sind die Krallen und hin und her. Weiß denn irgendjemand, wie viele Zehen ein Bär hat? Ja, 4. Sicher? 5. Und so geht es dahin. Ohne das jetzt bis zu Ende zu führen. Ganz viele Fragen. Und auf diese Fragen kommen Antworten. Und das machen die jetzt im Kollektiv. Da kommt das dazu, das dazu, das dazu. Oder vielleicht hat einer eine Feder, die da liegt, genommen. Und dann, ja, von welchem Vogel ist denn die Feder? Und ich, ja, wonach sieht es denn aus? Ja, wie, wonach sieht es denn aus? Jetzt sage ich, guck mal die Feder an. Ist die hier an der Brust drauf? Oder ist die am Flügel? Oder am Kopf? Oder am Schwanz? Was man, ja, nee, die ist so groß, das ist am Flügel. Ja, nicht am Schwanz? Ja, weiß ich nicht, Schwanz geht auch. Und so hin und her, von der rechten Seite, von der linken Seite, bla bla bla. Wenn du das Glück hast, dass es so losgeht, dann kriegst du in dieser Runde, an der du alle beteiligst, plötzlich ganz viele Daten dazu, die sie alle zusammentragen. Und wenn wir bei der Feder bleiben, dann welcher Flügel und dann rechter oder linker und dann sagt einer, der sie vielleicht gut auskennt, ja, das ist eine Handschwinge. Und ich sage, Handschwinge? Ich sage zu den anderen, habt ihr einen Schimmer, was die meint mit Handschwinge? Ja, das weiß ich, dass da, wo die Finger sind und so. Und aha, zeig das mal. Und so geht es weiter. So kam ein Vokabel, die Hälfte noch nie gehört hat und so weiter und so fort. Also du hast voll einen Coyote-Mentoring-Zyklus am Laufen. Das erfahren alle am eigenen Leib. Und es kann dann sein, dass es noch so weit geht, dass sie nachschauen im Buch, entweder wegen dem Fuß oder wegen der Feder. Jetzt ist raus, es ist tatsächlich eine Handschwinge, weil auch klar geworden ist, dass die bei der einen Seite sehr dünn ist und auf der anderen Seite sehr breit und so weiter und so fort. Und dann finden sie vielleicht sogar noch raus, von welchem Vogel. Und wenn du Glück hast, dass das von selbst passiert, dann nehme ich das immer als Beispiel und sage, das ist genau das, wie wir vorgehen werden das ganze Jahr über. Und das ist der Grund, warum wir nicht einfach sofort eine Antwort raushauen, weil mit einer Antwort, ein Wort nur, was ist das für ein Vogel? Und ich sage, Uhu. Und alle sagen, aha, cool. Und es ist abgehakt. Du hast zwar als Mentor ein gutes Gefühl,
weil immerhin warst du in der Lage, das zu erklären. Ich konnte eine Antwort geben. Und die anderen haben auch ein gutes Gefühl, aha, Uhu, jetzt weiß ich, wie ein Uhu aussieht. Dieser letzte Satz stimmt allerdings überhaupt nicht. Das ist nur eine Annahme. Morgen hast du schon wieder vergessen, wie die Feder genau aussieht und so weiter und so fort. So, ein anderes Beispiel, das ich manchmal nehme am Anfang, um das Einverständnis zu bitten, ist, dass ich sage, da fliegt ein Vogel und ich kriege die Frage, was ist denn das für ein Vogel? Und ich sage dann zurück, ja, wie sieht er denn aus? Und diese Frage ist schon ziemlich hart für viele. Ja, wie sieht er aus? Wie ein Vogel halt. Was glaubst du denn? Und ich sage, ja, okay, aber ist so groß wie eine Meise oder war so groß wie ein Adler? Wo sind wir denn? Ja, so in der Mitte und schwarz. Und ich sage, okay, cool. Und der Schwanz hinten, war der gerade oder war der so halbrund und spitz zulaufend? Und ich kriege natürlich meistens ein Hä? Und klar, du hast nicht danach geguckt. Jetzt kriegst du aber eine Idee und ich löse das auch nicht auf. Und ich sage auch, wenn du Lust hast, dann guck nächstes Mal, denn du könntest daran herausfinden, ob es der eine ist oder der andere. Und wenn derjenige oder diejenige eben Lust hat, dann schaut sie zu und schaut das nächste Mal, was genau. So, du kannst ziemlich sicher sein, wenn den nochmal interessiert, was ist los mit dem Vögel und was könnte denn das sein, dann guckt er automatisch auf diesen Schwanz. Denn Wahrnehmung hat auch sehr damit zu tun, dass du weißt, wonach du gucken musst. So, nach dieser Übung, die hoffentlich gleich am Anfang kommt, dann bitten wir die Leute immer, dass es okay ist, dass wir nicht gleich immer eine Antwort geben, sondern wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Homo sapiens so am besten lernt und deswegen gehen wir so vor. So, damit hast du das Einverständnis und dann kannst du eben die ganze Zeit, wenn du mit denen was machst, egal was, das tun und dann wissen sie auch schon, dass sie keine direkten Antworten kriegen und sie fangen auch oft an, das dann auch gegenseitig zu machen. Wobei Coyote-Teaching nicht bedeutet, dass du das nie auflöst. Das bedeutet es gar nicht, je nachdem, worum es geht, je nachdem, wie viel Zeit du hast, je nachdem, ob du jemals wieder zu diesem Thema zurückkehrst und so weiter, gibt es da völlig verschiedene Lösungen. Und für dich selbst, für mich selbst ist es auch so, dass ich Fragen hatte, habe ich Jahre gebraucht, bis ich draufgekommen bin, was es schlussendlich ist. Und wenn die Neugier so lange dauert, so lange anhält, dann ist das halt so. Und wenn es dich halt nicht mehr interessiert, dann ist es anders und dann weißt du das halt nicht, aber das macht dir auch nichts aus. Du musst ja nicht alles wissen. So, technisch gesehen bedeutet das Folgendes, dieser Prozess. Am Anfang von diesem Prozess steht irgendeine Art von Neugier. Neugier. Und dann kommt ein Strich, eine lange Linie von links nach rechts. Und unter dieser Linie, oder diese Linie wird bezeichnet mit Vakuum. Da ist eine Neugier, eine Frage. Eine Frage eröffnet einen Raum. Da willst du was rausfinden. Und wenn du jetzt hergehst als Mentor, und die Frage ist, was ist denn das für ein Fußabdruck? Oder das kannst du natürlich auch draußen im Gelände machen. Du siehst irgendeinen Fuß am Boden. Und du sagst, Reh. Dann sagen alle, ah, cool. Und alle gehen weiter. Und du kannst ganz sicher sein, dass, wenn wieder so ein Abdruck kommt, sich keiner sicher ist, ist es ein Reh? Ist es ein Dam? Ist es ein Rothirsch? Ja, aber die sind viel größer. Ja. Aber dazu müsstest du sie nebeneinander immer sehen.
So, was macht es denn genau aus? Dann schneidest du in dieser Linie diesen Prozess sofort ab. Währenddessen, wenn du hergehst und jetzt kluge Fragen stellst, dann befeuerst du diesen Prozess. Um kluge Fragen stellen zu können, musst du selbst Ahnung haben von dem, sonst fällt dir nichts Gescheites dazu ein. Mit weiteren Fragen kannst du diesen Prozess noch weiter ausbauen. Eben wie wir es vorher hatten, bei der Feder, plötzlich nicht nur was für ein Vogel, sondern von wo denn? Vom linken Flügel, vom rechten Flügel, wieso denn? Wieso, wie sieht es denn aus am linken? Wie sieht es denn aus am, ja, wieso denn eigentlich nicht hinten? Der Stoß, die Schwanzfedern, gibt es denn da Unterschiede? Wie könnten denn die aussehen? Weiß da jemand was drüber? Und du musst Bücher haben, wo sie nachschauen können. So. Und dieser Prozess, der zieht sich hin und du siehst die Augen und die leuchten und in die Wangen kommt Blut und die sind begeistert, weil sie da was rausfinden wollen. Und wir sind so, wir kommen daher. Wir sind geborene, neugierige Lernmaschinen, das eigentlich nie aufhört, wenn es dir nicht in einer gewissen Kultur, wo es komische Weitergabemethoden gibt, kaputt gemacht wird. Irgendwann merkst du, okay, das lässt jetzt schon langsam nach. Dann probierst du es vielleicht nochmal mit irgendeiner weiteren Frage. Da gehen noch welche darauf ein, andere nicht. Okay. Und dann reicht das, was sie rausgefunden haben. Und du musst nicht nochmal weiter es treiben, um dass sie noch mehr herausfinden können. Sie haben schon jetzt das und das und das rausgefunden und das ist okay. Und das steht am Ende ganz rechts von dieser Linie und hat die Bezeichnung Erkenntnis. Erkenntnis. Und es ist ein super, super tolles Gefühl, das ihr alle kennt, wenn du auf irgendwas draufgekommen bist. Darum dreht sich's, dass irgendjemand auf irgendwas draufkommt. Darum dreht sich alles. Das ist das einzige, wichtigste Ziel. Und wenn man aus unserer Kultur kommt, muss ich das anders formulieren, indem ich sage, es dreht sich darum, dass wir anderen erlauben, selbst auf was draufzukommen. Und nicht in dem Eifer, alles erzählen zu wollen, das kaputt machen. Und du tötest das sofort ab. Die Neugier zu, aha, das ist das. Der kann dir nichts dafür. Der denkt ja auch noch immer, es ist cool. Aha, das hat eine Sekunde gedauert, jetzt weiß ich ein Reh. Aha, so sieht das aus. Ist genauso mit der Kräuterfrau. Du läufst rum den ganzen Sonntagnachmittag und die erzählt dir zu jedem von dieser Pflanze, erzählt sie dir eine fette Geschichte und hin und her und so. Und du bist völlig begeistert. Und gehst nach Hause und es ist ganz klar, sobald du wieder Zeit hast, am Montag nach der Arbeit, sofort raus und willst die Pflanzen alle finden und stellst fest, dass du keine Chance hast, die alle auseinanderzukennen. Weil nur durch die Tatsache, dass uns gesagt worden ist, die sieht so und so aus und das ist die, hast du es jetzt drauf. Hier kommt was Fettes rein, über das die Verena einen ganzen Vortrag gehalten haben. Journaling. Das ist Teil von Coyote Teaching insofern, weil es Teil von Lernen ist, damit du draußen in der Natur, damit du irgendwo irgendetwas wiedererkennst, brauchst du ein geistiges Eindrucksbild von diesem Pflanze, von diesem Blatt oder von diesem Trittsiegel in deinem Gehirn. Ein geistiges Eindrucksbild. So, wenn du jetzt rausgehst und du schaust auf das, was du in der Natur siehst, dieses eine Blatt, und du hast dieses Blatt abgespeichert, dann holst du dieses abgespeicherte Blatt und vergleichst es mit dem
platt in der natürlichen Welt und schaust, ob es passt. Und wenn du dieses Blatt, wenn du da keine geistige Abdruck in deinem Kopf hast, dann hast du keine Chance. So, jetzt dreht sich nur darum, wie kriegst du am besten diese geistigen Bilder in deinen Kopf? Und eines der besten Wege, diese Bilder in deinen Kopf zu kriegen, ist Journaling, Zeichnen. In einem Buch, das heißt Zen and the Art of Seeing, also Zen-Buddhismus, Zen und die Kunst zu sehen, da hat einer reingeschrieben, all das, was du nicht gezeichnet hast, hast du nicht gesehen, in dem Sinne, das hast du nicht wirklich wahrgenommen. Und dieses Zeichnen soll auch am besten auswendig gemacht werden. Du siehst dieses Blatt, dann drehst du dich um und dann zeichnest du. Und ich weiß noch genau, dass dieses Blatt herzförmig ist. Und ich zeichne herzförmig, herzförmig, herzförmig. Und wie ich zeichne, fällt mir ein, boah, der Rand, war der eigentlich glatt oder war der gezähnt? Ah, ich habe nicht aufgepasst. Aber durch dieses auswendig Zeichnen kriegst du mit, dass dir da was fehlt. Okay, und dann schaust du halt wieder. Ja, Wolfgang, aber jetzt willst du doch nicht sagen, dass die ganzen indigenen Völker, die ja keine Schrift hatten, jetzt alle mit dem Bleistift rumgelaufen sind. Nein, sind sie natürlich nicht. Brauchten sie auch nicht, denn wir hatten eine Kultur, die sich auch bis heute noch in den deutschen Haushalte gehalten hat, je nachdem, was es für einer ist. Und das nennen wir the story of the day oder zu Deutsch, wie war dein Tag? Und so haben wir früher unsere Kinder dazu angehalten, genau auf das zu schauen, was sie da draußen sehen. Und durch dieses Nachfragen kamen immer präzisere Bilder von der Umwelt da draußen rein, sodass zum Beispiel morgens, bevor die Kinder aus dem Haus sind, die Oma noch gesagt hat, okay, und heute, wenn ihr draußen seid, bringt mir bitte ein paar Blätter von dieser einen Pflanze mit. Die gibt es da hinten in dieser einen Schlucht. Und die Kinder, die sind den ganzen Tag draußen und vergessen natürlich vollkommen diese Geschichte mit der Oma und der Pflanze und ganz zum Schluss fällt es ihnen noch ein. Und dann machen sie das halt. Und es war nicht immer so, dass die Oma tatsächlich diese Pflanze gebraucht hat, aber ganz klar war, dass durch das Fragen vorher, wie war es denn, the story of the day, diese Leute genau wussten, wo die Kinder waren, wo deren Aufmerksamkeit war und wo deren Aufmerksamkeit noch nicht war. Und offensichtlich war, dass sie noch nie da hinten in dieser einen Schlucht waren und auch diese Pflanze nicht kannten. Und so wurde das gehandhabt. So war das Mentoring, wenn du ganz normales Kind draußen aufgewachsen bist. Okay, das ist ein probates Mittel, um geistige Bilder, eine ganze Klatte davon in den Verstand reinzukriegen, die du brauchst, um das dann wieder abrufen zu können. Jetzt waren wir dabei, dass ich gesagt habe, was es bedarf für Coyote-Teaching, ist auf der anderen Seite Neugier. Und da haben wir es heute viel schwerer als, boah, wir haben es überhaupt viel schwerer als neulich noch, in ganz, ganz vielen Sachen. So, wer heute lebt und heute Naturfreund ist und heute wieder sich auf den Weg macht, sich zu verbinden, boah, das ist wesentlich schwieriger, da braucht viel tapfere Krieger und Kriegerinnen als neulich noch, wo du einfach das im normalen Lebensverzug gemacht hast. So, du brauchst Neugier, damit da was losgeht. Und dann ist oft die Frage, ja, aber wie kann ich denn jemand neugierig machen? Meine Erfahrung ist, das beste Mittel, um bei anderen Neugier zu wecken, ist deine eigene Neugier. Du kannst das nicht erwarten, wenn das, worum es geht, das, was du gerade vermitteln willst, das, und dir geht das
sonst wo vorbei, dass dann irgendwie ein Neugierfunke auf die anderen überspringt. Das wird nicht der Fall sein. So Neugier. In unserer Situation ist das eigentlich nicht so schwierig, weil die Leute, die kommen eigentlich dann zu dem, so wie ihr jetzt zu dem Vortrag gekommen seid, weil euch das interessiert. Die interessiert das, deswegen kommen die an, deswegen zahlen die auch Geld. Und deswegen kannst du eigentlich damit rechnen, dass da eine gewisse Neugier auf jeden Fall da ist. Und dann dreht sich's darum, diese Neugier zu verwenden und auf dieser Welle von Neugier so lange zu reisen, bis die Neugier gestillt ist. Und das merkst du auch, wenn das gestillt ist, weil in dem Moment, wo jemand eine Erkenntnis hat, bitte erinnere dich selbst daran. Das ist cool. Du hast was rausgefunden. Da ist ein du hast etwas in der manifesten Welt gesehen, erkannt, und dazu kam auch dann noch der intellektuelle Schluss. Aha, das ist das. So beide Welten kommen da zusammen. Und da habe ich neulich einen entdeckt. Der Mann heißt Tyson Junker Porter. Ich sage Junker Porter, vielleicht heißt er Junker Porter. I don't know. Es ist ein Aborigine. Und es ist ein Aborigine-Name. Und ich spreche den einfach Deutscher aus. Außer Tyson. Sein englischer Vorname. Sand Talk. Ah, das steht schon drin, Verena. Herzlichen Dank. Das Wissen der Aborigines und die Krisen der modernen Welt. Der Typ ist irre. Das Buch gibt es Gott sei Dank auf Deutsch. Es ist ein Genuss. Der Typ, der passt so in die Welt. Der ist so einer von uns. So einer von uns, wie wir heute die anderen alle gehören. Alle, die bis jetzt da waren und was erzählt haben. Ich kenne ihn halt noch nicht. Andere auch noch nicht. Ich glaube eh, dass es der Andreas Weber war, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall finde ich in seinem Buch, bevor ich das vergesse, ich glaube, das habe ich der Verena nicht gesagt, bin doch auch. Da gibt es den Skobel, diesen Typen, der hat eine wissenschaftliche Sendung. Und eine Sendung von ihm findet ihr im Netz. Eine Stunde lang erzählt der über den Junker Porter. Ganz genau. Wer den Junker Porter nicht kennt, zieht euch diesen Report rein und ihr kriegt eine Ahnung davon, aber noch besser ist, du kaufst dir das Buch. Also, der beschreibt, Punkt, 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 wenn jemand etwas Neues lernt, bei einem echten Lernerlebnis gibt es einen blitzartigen Schöpfungsfunken, zusammen mit einer genetischen Belohnung ein im Gehirn chemisch ausgelöstes Hochgefühl. Dies ist der Moment, den Lehrer und Lehrerinnen lieben, der von Erzieherinnen übereinstimmend als ein Leuchten in den Augen beschrieben wird. Das ist das heilige Wesen des Wissens. Ein Wissensbewahrer muss sein Wissen teilen, denn er oder sie ist ein Hüter kleiner und kleinster Schöpfungsereignisse, wie sie in den Köpfen der Menschen, die zu Wissen gelangen, fortwährend stattfinden müssen. Der erste, den ich getroffen habe, der dieses Gefühl schön beschreibt, wenn du ein Aha-Erlebnis hast. So, das ist fett, das ist tief. Da geht es um ganz was anderes, als irgendetwas auswendig lernen, dann runterrattern. Es geht um dich. Es geht um dich ganz persönlich. Wissen ist eine persönliche Geschichte. In vielen einheimischen Sprachen, die ja so grundverschieden sind zu den indoeuropäischen Sprachen, kannst du Wissen nicht anders ausdrücken, als dass es ein persönliches Wissen ist. Ein allgemein gültiges für alle Wissen dürfte eine Erfindung unserer Kultur sein. Es ist eine persönliche Geschichte und es ist dieses Haarerlebnis. So darum dreht sich's. Deswegen sagen wir,
Mach diese ganze Reise auf dieser Neugierwelle nicht kaputt, indem du sofort Antworten rat hast, nur weil es dir gerade ja, leichter fällt oder so. Und es ist natürlich auch eine persönliche Sache, wie du gerade drauf bist und wie sehr du das kapiert hast und wie sehr du das auch magst und so weiter. Und Coyote Teaching, das funktioniert auf jeden Fall, aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das irgendwie immer lustig ist. Weder für den, der ausgeliefert ist, einem Coyote-Teacher, Teaching-Lehrer, Lehrerin, oder der es selbst auch betreibt. Ich will noch eine Geschichte erzählen. Oh, wir haben noch ein bisschen. Aber die muss unbedingt noch rein. Boah, die Zeit wird kurz. Wie auch immer. Also, ich bin jemand, der kommt von Erwachsenen. Ich habe mit Kindern überhaupt noch nie gearbeitet vorher. Und ich habe auch an meiner Wildnisschule immer nur Kurse für Erwachsene gemacht, bis irgendjemand gesagt hat, ja Wolfgang, wieso nimmst du denn keine Kinder? Und ich sage, ja, die können doch auch kommen. Und dann sagt jemand, hast du schon mal gehört, dass die Schule haben? Und ich sage, ach ja, stimmt. So, ich habe 20, 25 Jahre lang an einer Airline in der Trainingsabteilung gearbeitet und hatte immer mit Erwachsenen zu tun. Und ich hatte aber einmal eine Schulklasse und ich glaube heute, dass ich diese Schulklasse nur hatte, um diese Geschichte gerade zu erzählen. 20 Kinder, irgendwo nördlich von Bremen, alles Landkinder. Ich war dabei, die Lehrerin, zwei Lehrerinnen und ich hatte einen oder zwei Helfer mit. Einen auf jeden Fall, erinnere ich mich. Okay, meine Idee war, wir ziehen raus von unserem Camp in den Wald, da war ein kleines Wäldchen. Da bauen wir alle zusammen eine Laubhütte. Und wenn wir die gebaut haben, dann sammeln alle zusammen Holz. Das Holz, das tragen wir zurück ins Camp, weil wir dort dann mit den Kindern wollte ich dann One-Match-Feuer machen. Ein paar Gruppen, drei, vier Kinder, eine Gruppe. Und die müssen es schaffen, mit einem Streichholz das Feuer anzuzünden. Und dann hatten wir Pfannen mit. Und da konnten die in den Pfannen Äpfel braten, sodass das ist auch immer noch ein kleiner Punkt, den ich empfehle, wenn du jemandem was machen lässt, jetzt zum Beispiel die Kinder das Feuer, dann kriegst du irgendwie hin, dass daraus auch irgendwas entsteht, dass man merkt, das ist brauchbar. Okay, jetzt habe ich ein Feuer und jetzt kann ich mir am Feuer mit der Pfanne Äpfel braten. Dann hast du noch ein Ziel erreicht auch damit. Okay. Wir ziehen raus, natürlich laut schreiend. 20 Kinder laut brüllend. Jetzt sind wir dann in dem Wald. Kleines Wäldchen nur. Und dann ich erzähle kurz was, weil Kinder kannst du nicht wahnsinnig viel ausgefeilt irgendwas erzählen, viel zu viel intellektuell Geschichte. Also kurz und dann fangen sie an zu bauen. Da ist der Lauf und das sind Hölzer. Und da fangen die ersten auch richtig an, so diese Stöcke zu suchen. Andere fangen an, das Laub zu sammeln. Sie haben einen Baum gefunden, wo sie die lange Stange reinstecken können. Die anderen fangen sie an, die kürzeren da dran zu lehnen. Laub innen rein, Laub außen rein. Boah, vielleicht 8, 9, 10, 11 Kinder. Die anderen stehen so rum, bohren in der Nase, zwei stehen da, unterhalten sich, drei stehen so schräg neben mir, vielleicht einen Meter weg, unterhalten sich und ich sehe, wie da ein Bäumchen ist, ein kleines, an dem die da stehen und ich sehe, dass die Rinde da weg ist. Und ich drehe mich um und sage, hey, was macht ihr denn da? Wieso machst du denn die Rinde weg von diesem Bäumchen? Da gucken mich die drei völlig entgeistert an und sagen, nein, das haben wir doch gar nicht gemacht. Doch, aber das ist doch weg. Ja, das hat er gemacht, sagt der eine dann auf die anderen zwei oder so. Und dann ist er gar nicht wahr. Und dann sagt der eine von den dreien, und du musst immer auch Glück haben, aber wenn du dich anstrengst und wirklich dein volles und Bestes gibst, ist meine Erfahrung auch, dann helfen alle zusammen, wer immer auch das ist und wo immer auch die herkommen, was immer auch du für eine Weltsicht hast, ist ja egal. Also, der eine sagt dann plötzlich, hey, nein, das ist ein Reh. Ja, wie ein Reh? Ja, ein Rehbock. Ja, und? Ja, mit dem Geweih, mit dem Geweih. Sag ich, wie kommst du denn da drauf?
Und er sagt, ja, mein Papa, der ist Jäger, das weiß ich alles, sagte er. Jetzt haben wir ein paar gehört, Reh, Rehgeweih und Bäumchen. Jetzt sind noch zwei, drei von da drüben, die alleine rumstanden, da zu den Bäumchen gekommen, wo die drei schon standen. Dann standen jetzt sechs und dann gab es so ein Hin und Her. Ich habe die dann machen lassen, ja, und Reh und guck, und die haben sich unterhalten. Die anderen hingen noch da an der Laubhütte. Wieder andere sind ein Stück weiter weg und wussten nicht so richtig, hat weder die Laubhütte interessiert, noch die Geschichte mit dem Reh und der Rinde auch nicht. Und weil sie aber da weiter hinten waren, entdeckte eine von denen plötzlich ein Loch im Boden. Und hey, da ist ein Loch! Und jetzt natürlich die von Tapfer noch immer mit der Laubhütte zugange waren, die sind jetzt hin zu diesem Loch. Die Baum- und Rehleute sind jetzt auch dahin. Jetzt waren mehr oder weniger eine versammelt in dem Loch. Ich komme hin und so wie ich das Bäumchen sofort erkannt habe, was da ist, gucke ich einmal auf dieses Loch und ich sehe sofort eine ganz bestimmte Sache. Ich gehe jetzt hin und sage, boah, das ist ein Loch, wie cool. Kann da drinnen jemand wohnen? Ja, wie wohnen? Ja, da muss doch eine Wohnung sein, oder? Ein Reh oder ein Igel oder ein Fuchs. Ein Reh, die lachen alle viel zu groß hin und her. Und ich sage plötzlich, okay Leute, ist hier jetzt jemand drin? Und dann gucken sie so, auch ein bisschen mein Tonfall, der sich plötzlich von lustig auf geändert hat und präzise. Und da gucken sie so, und du musst halt Glück haben. Und ich hatte wieder Glück. Nein, da kann ja keiner drinnen sein, brüllt einer. Und ich sage, wieso denn nicht? Wie kommst du denn da drauf? Ja, Spinnwebe. Ich habe natürlich sofort gesehen, dass eine Spinnwebe da ist. Und der hat das auch gesehen und so war wieder was los. Aha, und dann ging es los durch meine blöde Sache mit Reh und überhaupt und so. Dann haben sie sich hin und her gekugelt, wer denn da drinnen wohnen kann, kam aber da bei dem Hin und Her kugeln und Gelächter natürlich auch viele schlaue Sachen gemacht, wer da drinnen wohnen könnte. Und weil das alles noch nicht gereicht hat, Leute, es war halt das Superglück, laufen wieder ein paar weiter und entdecken dort ein gesamtes Gerippe von einem Reh, ein ganzes Skelett. Na und jetzt war was los. Jetzt waren sie alle da und ich komme dazu, wie der Erste gerade anfängt, einen Knochen will der angreifen. Und dann geht aber seine Hand zurück, denn irgendwie wahrscheinlich, ich weiß es nicht, kam ihm, oh, ist er tot, darf man das? Und so, okay, alle waren dann da und dann, da liegt ein Knochen liegt drum, da sind zwei Löcher drin und ich sage, boah, da hat ja schon jemand was kaputt gemacht, da hat ein Loch reingebohrt und so. Das war vom Kopf, vom Schädel, das waren die Augenlöcher und so. Und mit der Zeit natürlich, durch meine Fragen, kamen sie auch drauf, was das sein kann und so weiter und so fort. Das hat eine ganze Weile gedauert. Die waren alle vollkommen aus dem Häuschen. Ein Riesenspaß, ein Riesenerlebnis. Ich konnte sie dann kaum noch wegbringen vom Gerippe, weil wir mussten ja auch noch irgendwann wieder zurück und wir mussten dann auch noch Holz sammeln. Jetzt sind wir dann mit Holz gesammelt, sich unterhaltend und diskutierend über die ganzen Knochen und das Bäumchen und Laubhütte und hin und her, was da alles war, rotbäckig, alle zurückgelaufen, haben dann noch Feuer gemacht, dann haben sie noch die Äpfel gebraten und das war ein Riesenerlebnis für die Kinder. Und das war, wenn ich jetzt zurückkomme zu unserem Schema, am Anfang Neugier, das war super. Das war super. Was nicht super war, denk daran, ich bin raus und wollte eine Laubhütte mit ihnen bauen und dann Holz mitnehmen. Aus der Laubhütte ist nur teilweise was geworden. Es wäre aber ungehörig gewesen, um das Wort zu benutzen, völlig ungehörig, die in ihrer Begeisterung, die Welle, die da war, abzuschnüren und jetzt auf das zu lenken, was ich mir gerade eingebildet habe. In diesem Stadium könnt ihr alles irgendwo nachlesen, in guten Büchern, die darüber schreiben. Wenn jemand in so einem Stadium ist, besser geht es nicht. Lernen macht Spaß. Die hauen sich rein. Da kapiert natürlich keiner von denen, dass sie irgendwas gelernt haben. Du weißt aber als Mentor, dass sie ohne Ende was gelernt haben. In so einem Klima, da bleiben das, was sie da erfahren haben. Das war fetter, sinnlicher Input. Das bleibt hängen. Das kriegst du nicht so schnell raus. Natürlich verschiedene Sachen. Bei dem einen mehr die Rinde und das Geweih von dem Reh und bei dem anderen mehr die Höhle und das. So. Aber überall fett was. So. Geh ja nicht her. Und nur weil du dir einbildest, du musst diese Laubhütte bauen und die muss auch jetzt fertig werden, dass du die von ihrer Begeisterung wegrämst.
Ja, Wolfgang, aber so kommen wir ja nicht weiter. Das geht ja auch nicht, da lernen Sie ja nie was. Ja, ja und nein, es stimmt und es stimmt nicht. Wir sagen dazu, oder John, seine Idee dazu ist, seine Regel ist das 50-50-Prinzip. Also, damit will er sagen, du kannst nicht ganz von dem Thema abkommen. Und natürlich kannst du, wenn du eine Riesenbegeisterung hast, jetzt in einer Ausbildung von der Wildnispädagogik, kannst du nicht das ganze Jahr jetzt nur jedem seinem Interesse folgen lassen. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber hier, so wie ich das jetzt geschildert habe, so kannst du das auf jeden Fall machen. Der Nachteil ist auf jeden Fall, die kommen nach Hause, die quatschen immer noch, die quatschen die ganzen Eltern voll, wie cool das war und wie toll das war und was sie für einen Spaß hatten. Bis dann immer die Frage von der Mama meistens kommt. Ja, sag mal, habt ihr denn eigentlich was auch gelernt? Und dann sagen die, nein, immer noch mit rotem Gesicht und glühenden Wangen und strahlenden Augen. Nein, aber es war ganz toll, Mama. Und die Mama kann dann anrufen und sagen, so, wir dachten eigentlich, dass unsere Kinder was lernen sollen bei Ihnen und dafür zahlen wir Geld. Ja. Ja, die Antwort ist, sie haben was gelernt und ja, das Geld war so begeistert, wie die waren, wenn ich mir das recht überlege, eigentlich zu wenig. Na gut. Aber das war, also so kann das gehen und so habe ich das erlebt. Und boah, 2 Minuten, das geht nicht, wir müssen verlängern. Also ich mache weiter und wer aufhören will, der kann das ja verlassen, aber ich kann jetzt nicht aufhören, das geht nicht. Ich muss das irgendwie für mich auch zu Ende bringen. Aber ich habe gesehen beim Dirk, glaube ich, ist das, der hat 1,5 Stunden. Und wenn jemand sich vorgenommen hat, jetzt sich noch den Dirk reinzusehen, verstehe ich das auch, aber ich kann jetzt unmöglich aufhören. Es kann nicht jeder machen, was er will. Das ist die andere Geschichte. Sein Gewehren ist nicht ein intellektueller Schluss. Ich stehe jetzt da, ich bin Mentor, ich war in der Ausbildung bei Wildniswissen zum Mentor und ich mache jetzt Kurse für Wildniswissen und deswegen weiß ich, ich muss sein Gewehren und wenn die jetzt alle reinkommen, gewähre ich irgendwie sein. Das ist eine Haltung der Welt gegenüber. Genauso. Das kann man nicht faken. Das ist kein intellektueller Schluss. Das ist ein Gefühl. Ein Gefühl, das du jemand anderem entgegenbringst. Und wenn dir das gelingt, boah, das ist ja nicht einfach. Manchmal ja. Wenn du jemanden magst und ganz lieb hast, ist das dein normales Verhältnis zu dem. Aber dass du immer allen sein gewährst, boah, das geht in Richtung Gott. Aber trotzdem, es ändert nichts. Es ist ein Gefühl, eine Haltung. Und weil es ein Gefühl ist, merkt das jemand. Jedes Wesen. Jedes Wesen, nicht nur Menschenwesen. Und wenn ein Wesen das merkt, es ist unfassbar, was dir da an Dankbarkeit dafür entgegenkommt. Wenn ich es richtig drauf habe, wenn ich das richtig schaffe, volle Kanne sein gewähren, dann ist das ein dermaßen ein fetter Boden, auf dem alles wachsen kann. Das bedeutet, du lässt jemanden so sein, wie sie ist. Und das ist höchste Kunst, höchster Respekt und eigentlich auf der anderen Seite eigentlich der ganz normale Umgang mit allen Lebewesen auf dieser Welt. Und deswegen habe ich das am Anfang vorgelesen, weil daher kommt das. Daher kommt das. Und wenn dir sein gewährt wird, boah, das löst so ein wohliges, so ein vertrauensvolles Gefühl, so ein weites Herz, dass du dir wird erlaubt, völlig so zu sein, wie du bist. Und du denkst dir selber, aber da habe ich einen Vogel oder
da sind meine Schatten oder irgend sowas, was eh alles für die Katze ist, aber nichts daran ändert, dass du es trotzdem denken kannst. Und wenn dir so eine Trägerwelle von, du darfst sein, so wie du bist, nimm es so, wie du bist, das ist irre. Das ist, befördert so ein Vertrauen, das ist der beste Boden für Lernen. Besser geht es überhaupt nicht. So, jetzt ist es aber so, dass wenn ich jetzt, oder wenn du jetzt ein Seminar anfängst und du erzählst den ersten Satz oder die erste Geschichte und vor dir sitzen 20 Leute oder im Kreis, kannst du dir ganz sicher sein, da waren 20 Weltansichten fahren da hoch, von denen du überhaupt keine Ahnung hast. Aber sei ganz sicher, dass das passiert. Und da sind Weltsichten dabei, die sagen, boah, das ist ja cool, dass es gleich losging mit Räuchern, da habe ich sofort gesehen, da bin ich vollkommen, der weiß, wovon er spricht, Gott sei Dank bin ich hier gelandet, bam, 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 bam. So. Die Nächsten, die denken sich vielleicht, okay, den Anfang, den habe ich eigentlich so erwartet, das ist ganz gut, ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Und die Nächsten sagen sich, okay, naja, eigentlich habe ich etwas anderes erwartet. Aber es ist ja gleich am Anfang, der Mann wird noch mehr drauf haben, ich gebe ihm erstmal noch eine Chance. Und der Dritte sagt, um diese Spanne abzugrenzen auf der anderen Seite, der denkt sich sofort, wenn ich zum Beispiel zu räuchern anfange, kommt sofort die Idee, boah, bei welchem Esofuzzi bin ich denn hier gelandet, wo ist denn hier der nächste Notausgang? Lass mich hier sofort raus. So, das passiert immer, das kannst du, und du weißt es auch vorher nicht, du kannst dir nur ganz sicher sein, dass es so irgendwie losgeht, bei allen Leuten und bei dir selber auch, wenn du irgendwo landest. Und das ist nichts Fremdes, das ist ganz normal, so sind wir, das passiert und das kann man auch passieren lassen. Und wenn es gar nicht geht, was ganz selten ist, dann musst du dafür sorgen, dass der oder diejenige, dass wir uns da schnell einig sind, das geht jetzt nicht mit mir oder mit dir, und dass der oder die dann eine Chance hat, woanders hinzukommen und gar nicht irgendwelche Zeit bei dir verplempert, wo er sich gut aufgehoben fühlt, weil es da einfach so und so ist oder weil ich ein Mann bin und er möchte gerne eine Frau oder umgekehrt oder was weiß ich. Die Gründe sind da völlig wurscht, mach dir keinen Kopf. Und das hat nicht immer was mit dir zu tun und es ist auch nicht immer rational. Das spielt alles keine Rolle. Es ist aber Tatsache, dass es ist. Und es kann reichen, dass dann der oder diejenige nichts von dir nehmen kann und da macht es einfach keinen Sinn. Es reicht ja schon, dass du nur, ich habe es mal erlebt, dass ich so aussehe wie sein Papa und mit dem Papa war es halt die ganze Zeit nichts. Und dann war unser Verhältnis auch schon klar, dass das nichts wird. Macht ja nichts. Es gibt genügend andere und irgendwo passt es. Meine Erfahrung ist, dass es zu 99,9% passt. Wieso das so ist, das weiß ich nicht. Aber meine Erfahrung ist, dass es so ist. Ich habe das auch erlebt, dass es nicht passt, aber ganz, ganz wenig. Und wenn ja, handle entsprechend. So sein Gewähren hat natürlich, wenn ich jetzt einen Kurs gebe in Gerben als Beispiel, dann melden sich alle Leute zu Gerben an. Ist ja klar. Und dann fangen wir an und dann sagt aber der eine, boah, ich sehe gerade, Gerben ist aber doch nicht so meins, wie wir heute so Sätze formulieren. Nein, es ist nicht meins. Könnte ich denn, wenn die anderen gerben, könnte ich denn da vielleicht ein Wurfholz schnitzen oder so? Ich will euch ja nicht stören. Und der Dritte sagt noch das und der Vierte sagt noch jenes. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es kann schon in die Richtung gehen. Sein Gewähren hat eine Grenze. Und die Grenze ziehst du. Und die Grenze musst du auch ziehen, weil du genügend Leute hast, die eben für Gerben zu dir gekommen sind. Und es ist ja kein Problem, wenn es Gerben jetzt wirklich nicht ist und der sieht das gleich, dann ist es kein Problem. Dann geht der, dann kann der wieder gehen, wenn es nicht anders geht. Von mir aus kriegt er dann auch sein Geld zurück. Ich will kein Geld haben, nur weil er sich angemeldet hat, aber ich kann dann keine Leistung ihm gegenüber erfüllen. Das hängt davon ab, was du dir leisten kannst und wie deine Verträge sind. Aber das kann passieren, aber da musst du auch hergehen, um deine Sache zu schützen. Oder manche nehmen die Plattform wahr,
was heute manchmal vorkommt, was früher eigentlich gar nicht der Fall war, und versuchen, diese Plattform zu nehmen, um ihre Sachen da reinzubringen und so. Und das kannst du dir anhören am Anfang und dann schaust du, was das ist und dann siehst du, ob das passt oder nicht passt. Und wenn es jetzt ganz was anderes ist, dann geht das auch nicht. Also sein Gewehren hat auch seine Grenze. Oder wenn du eine Schulklasse hast, die Schulklassen kommen meistens nicht deswegen, weil alle Kinder so heiß drauf sind, sondern vielleicht nur deswegen, weil der Lehrer das cool findet. Und die Kinder, die kriegen einen Anfall, die sagen sich, boah, jetzt landen wir eine Woche lang bei diesen Leuten, bei diesen Freaks im Wald. Wir könnten eine Woche in Berlin oder in London sein und wir hängen hier im Wald rum. Ja, geht's noch? So, das kann dir passieren mit Schulklassen. Und dann kann das sein, dass es welche gibt, die halt nicht mitmachen wollen. Und dann macht das klar, wer sind wir, dass wir bestimmen können, dass das, was wir hier machen, jetzt allen sofort passt. Ja, ich weiß, dass es in der Schule so ist. Und ich weiß auch, dass es im Beruf so ist. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt die mitzunehmen, dass das was bringt. Oft ist es der Regelsführer, dem das zu blöd ist und der hat dann zwei, drei Leute, die sondern sich dann ab und so. Und da sei auch klar, die ganzen anderen, die wollen das und die kommen zu dir, deswegen, die finden es jetzt schon cool und die anderen halt nicht. Sein Gewähren bedeutet hier, du machst eine Grenze mit denen, die wollen, mit denen machst du das und du sagst den dreien, die jetzt nicht wollen, dass das okay ist, aber sie können nicht hergehen und jetzt hier dabei bleiben und das dauernd stören, was wir machen. Das geht in keiner Weise, dass das klar ist. Aber es ist auch klar, sie dürfen das machen. Und jetzt kommt eine fette Hürde für sein Gewähren. Wenn du das schaffst, dass du den sein gewährst, kann es sein, dass die blitzschnell wieder dabei sind. Es kann aber auch sehr gut sein, dass ich mir denke, boah, ausgerechnet du und ihr drei, für euch wäre es am allerwichtigsten. Und ihr genau, ihr seid dann so drauf, dass ihr das nicht wollt und ich bin sauer. Ja, kann auch passieren. Wenn du sauer bist, bist du sauer. Reg dich nicht auf. Du bist nicht, das musst du nicht, wenn du sauer bist, kannst du nicht spielen, dass du nicht sauer bist. Das merken Leute auch, also lass es. Aber wenn du denen sein gewährst, ist das eine Riesenhilfe für die. Und selbst macht da auch grundsätzlich keinen großen Zirkus drauf. Die sind dann draußen, die machen irgendwas anderes. Und meistens passiert es, dass die mir nichts, dir nichts wieder in die Gruppe reinkommen. Und mach jetzt bitte kein Aufsehen, dass die da reinkommen. Du bemerkst das nebenbei und fertig aus und die sind dabei. So, das ist meine Erfahrung. Und sein Gewehren hat da eben seine Grenzen, aber es macht uns leicht, dass wir ein Thema haben, für das die Leute zusammenkommen. Und dann ist es meistens nicht so, dass da viel was anderes rauskommt, als dass alle Leute eben gerben wollen. Ja. Okay, das war das Sein Gewähren und die Anwendung davon. Das war die Neugier und das war die Aufmerksamkeitsspanne dehnen, so lange, bis eine Erkenntnis da ist. Ja. Muss ich noch mal gucken. Ich habe mir hier was rausgeschrieben. Thankfulness, das passt rein in diese Haltung gegenüber die Welt. Das kannst du gut auch über Dankbarkeit erreichen. Ich übersetze das mal in meiner Sprache. Dankbarkeit, Thankfulness, ist nicht ein Resultat irgendeiner Situation. Das heißt, jetzt habe ich aber noch mal Glück gehabt. Danke. Sondern es ist vielmehr etwas, das du von dir aus gibst. Wenn du genau auf die Welt hinschaust, kannst du eh eigentlich nur dankbar sein. Denn dir fällt auf oder mir fällt auf, dass alles, was ich brauche, kommt von dieser Welt. Ja, wir haben eine große Ablenkung, denn ich hole dieses, was ich brauche, für erarbeitetes Geld im Supermarkt.
Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass es von dieser Erde kommt, hat meistens nicht mehr direkt von mir. Und du kannst trotzdem auf jeden Fall dafür auch dankbar sein. Jetzt kannst du noch dafür dankbar sein, dass das irgendjemand geerntet hat, irgendjemand in diesen Supermarkt gebracht hat und dort es Leute gibt, die das verkaufen. So, Dankbarkeit ist auch eine Haltung der Welt gegenüber. Und wenn mir das gelingt, dankbar zu sein, dann bin ich mehr oder weniger auch in dieser Nummer von Respekt, Dankbarkeit. Wir sind alle Wesen, die wir miteinander verbunden sind und uns austauschen. Und da kommt sein Gewähren auch mit rein. So, deswegen ist Danksagung, was wir häufig machen, auch ein so tolles Mittel, um in diese Haltung reinzukommen. So, dann möchte ich da noch ein Wort sagen zur Sprache. Da möchte ich eigentlich auf was aufmerksam machen, einfach nur auf die Tatsache, denk nicht eine Sekunde daran, dass Sprache eindeutig ist. Ja, aber ich rede doch Deutsch. Ja und? Das reicht lange nicht. Wir lernen alle Sprache, indem wir Worte nachplappern, die wir gehört haben. Kein Mensch lernt Sprache aus dem Duden raus. Und dann habe ich jetzt ein neues Wort gehört. Und das nächste, was ich mache, ich habe jetzt das Wort in diesem Zusammenhang gehört. Und das nächste, was ich als Kind mache, ich verwende dieses neue Wort und ich kann mich an ein, zwei genau erinnern, wie ich das selbst gemacht habe. Wenn ich jetzt zurückblicke, damals ist mir das nicht aufgefallen. Und ich verwende das ganz neu, ein bisschen stolz und gleichzeitig gucke ich, ob die Erwachsenen zusammenzucken, dass es irgendwie komplett falsch war. Und wenn die nicht zusammenzucken und ganz normal weitermachen und ich mache das noch 3, 4 Mal, dann ist mir klar, okay, aha, dieses Wort muss das und das bedeuten. Das entspricht aber nicht unbedingt der Tatsache, dass es dann auch wirklich das bedeutet. So allein wie wir die Worte lernen und dann damit umgehen, kann schon sein, dass dann ein Unterschied ist zwischen der Bedeutung und das, was du denkst, dass es bedeutet. Wenn wir einen Satz sagen, denkst du an die ganzen Kommunikationsformen, die ihr irgendwie als Lehrer oder sonstige Leute irgendwann mal gelernt habt, ist es nie so, dass ich habe irgendeine Idee im Kopf. Diese Idee verwandle ich jetzt in meine Worte. Diese Worte bringe ich rüber zu dir in der Hoffnung, dass bei dir, nachdem du diese Worte gehört hast, in deinem Kopf, in deinem Gehirn, dasselbe Bild entsteht, dieselbe Sache entsteht, die ich rausgeschickt habe. Du kannst ganz sicher sein, dass das so gut wie nie der Fall ist. Wenn du das weißt, und das solltest du wissen, dann erwartest du das nicht. Und dann tust du dir viel leichter mit der Tatsache, wenn du feststellst, obwohl du das und das gesagt hast, dass irgendjemand ganz anders handelt. Das hängt damit zusammen. In den Berufen, wo ich herkomme, in der Airline, bei Piloten, wenn die in einer gewissen Phase im Anflug sind, die zwei, die da vorne sitzen, wird ihnen ein bestimmtes Wording vorgeschrieben. Das heißt, um gewisse Sachen tun zu können. Es ist immer so, dass der eine, der fliegt und der andere, der macht den Papierkram und den Funk und dann zurückwechseln sie sich ab oder so. So, da kann der eine nicht sagen, zum anderen, hau mal die Rede raus oder so, lässig, sondern du hast ein genau vorgeschriebenes Wording, was du sagst, wenn du von dem anderen möchtest, dass der das Fahrwerk ausfährt. Und der Grund ist, weil es die Erfahrung ist im Laufe der ganzen Fliegerei, seit es die gibt, dass es da viel zu viele Missverständnisse gab und dass es durch diese Missverständnisse zu einem Haufen Toten kommt. Und deswegen, wohl wissend, dass Menschen so sind und Sprache so ist, wird das da verboten und vorgeschrieben. Und keiner wagt auch da, sich davon loszulösen, weil gleichzeitig weiß er, dass irgendwo eingebaut im Cockpit ein Device ist, dass die letzten halben Stunde von den Gesprächen, ist immer die letzte halbe Stunde drauf. Das ist das, was die Leute auch suchen, wenn ein Flugzeug abgestürzt ist. So, das nur als Idee. Sprache ist nicht eindeutig und erwartet das nicht. Und da hat einer was Tolles gesagt. Es gibt einen Mann,
Der heißt Rupert Ross. Rupert Ross ist ein Kanadier, jetzt ist er, glaube ich, schon 80 oder so. Der war Staatsanwalt. Crown, Staatsanwalt der Krone, wie die in Kanada sagen. Und der hat irgendwann mal den Job bekommen, der ganze Norden von Kanada, alle Bundesländer, der ganze Norden von Kanada ist voll mit Indianern. Das sind kaum Weiße. So. Die wohnen in Gegenden, in Dörfern, mit denen, wo ich reinkomme, wenn ich mit dem Kanu meine Touren mache, also kommst du mit dem Kanu dahin oder natürlich auch mit dem Motorboot oder mit kleinen Flugzeugen, alles ganz abgelegen. Und wenn da Vergehen gemacht worden sind, dann wurde er eingeflogen als Staatsanwalt der Krone, um dort eben Anklage erheben im Namen von Kanada und bla bla bla. Und dieser Mann, Rupert Ross, der wurde verrückt. Der konnte es nicht fassen, wie diese Indianer ticken. Es war unfassbar für ihn, wie die sich verhalten. Es war alles klar. Der hat das und das getan. Bumm, fertig. Und vor Gericht dann bei der Verhandlung kommt es ganz anders. Und der sagt keinen Ton und er wusste nicht weiter und so fort. Und er war kurz davor, seinen Job zu schmeißen. Also er hat gebeten darum, er hat sich überlegt, dass er bittet, dass er da nicht mehr hingeschickt wird. Er wird mit den Indianern nicht fertig, die haben alle einen Schuss. Und bevor er das aber die Flinte da ins Korn geworfen hat, hat er nochmal sich das überlegt, weil er jetzt wissen wollte, was ist denn da eigentlich los mit denen? Und das war eine Reise, das war die Reise seines Lebens. Schlussendlich hat es damit geendet, dass durch diesen Mann, Rupert Ross, die Rechtsprechung in indianischen Dörfern, in Reservaten, in ganz Kanada geändert worden ist. Dass überall, wo mit indianischen Leuten verhandelt wurde vor Gericht, wie er das halt immer gemacht hat, von einem gewissen Zeitpunkt an bis heute immer ein indianischer Beirat, der Richter, bekommt immer einen indianischen Beirat, weil Rosti überzeugen konnte, die ticken so anders und wir brauchen da die Meinung von deren Elder, wie die das machen. Dazu muss man wissen, dass es bei diesen Einheimischen, ich will es nicht sagen auf der ganzen Welt, ich tippe aber schwer darauf, Bestrafung ist überhaupt nicht denkbar. An Bestrafung wird überhaupt nicht gedacht. Wenn jemand was begangen hat, dann gibt es zwei Antworten. Entweder er braucht Teaching oder er braucht Healing. So. Sein Resümee. Er hat zwei Bücher geschrieben, die Verena wird die in den Chat stellen. Sein Resümee dann war nach einer geraumen Zeit, in Kanada gibt es zwei Leute, die Roten und die Weißen. Und beide haben nicht den geringsten Schimmer voneinander, wie völlig anders die ticken und wie völlig anders die drauf sind. Und um die Geschichte kurz da zu Ende zu erzählen, weil das hat mich berührt, weil ich das Dorf kenne, wo das stattfindet, im Yukon-Territory, im Süden, in einem Dorf mit 300 Einwohnern. Da beschreibt er in seinem Buch einen Richter, wie es ihm geht in dieser Verhandlung. Und die Verhandlung war, dass ein Mann eine Frau vergewaltigt hat. Und jetzt kam das vor Gericht und der Richter beschreibt und sagt, er hätte normalerweise jetzt den zu so und so vielen Jahren verknackt, das habe ich vergessen, wie viel, und der wäre runter nach Vancouver ins Gefängnis gekommen. Und der Richter sagt, ich folge aber dem Rat meines indianischen Beirates, und wenn ich mir vorstelle, was der mir empfohlen hat und was der Täter gleich machen muss, würde ich sagen, der Knast in Vancouver ist der absolute Himmel gegen das, was dem jetzt gleich passiert. Und was dem gleich passiert ist, dass es einen Tisch gibt, da sitzen auf der einen Seite er, der Vergewaltiger,
seine Familie, seine Frau, seine Eltern und andere. Und auf der anderen Seite vom Tisch, auf der langen Kante, sitzt die Frau, die er vergewaltigt hat, mit ihrer Familie. Und dann geht etwas los, ein Prozess, an dessen Ende stehen muss, dass es gut ist. Denn im nativen Denken dreht sich alles darum, dass derjenige, der was begangen hat, deswegen Teaching oder Healing, Schmerz, krank oder zu wenig Wissen, irgendwas gemacht werden muss, dass der oder die wieder in die Gemeinschaft reinkommt, als wertvolles Mitglied. Bis dahin war es ja auch ein wertvolles Mitglied. Und ich habe einen Fall gelesen in einem afrikanischen Stamm, wo die Zulu ein Zulu-Wort Ubuntu, was Ähnliches bedeutet, wo die sagen, sobald einer was begangen hat, dann kommen alle zusammen und erzählen sich die ganzen Geschichten, wo der alles cool gemacht hat und toll gemacht hat. Und das erinnert mich daran, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe, da brauchte ich wirklich keinen, der mir sagt, dass ich Scheiße gebaut habe. Das wusstest du selbst am allerbesten. So, ich kriege gar Gänsehaut. Daher, aus so einem Klima, kommt auch Coyote-Teaching. So, und dieser Typ, der mit Coyote-Teaching nichts zu tun hat, der gar nicht weiß wahrscheinlich, dass es das gibt, keine Ahnung. Jetzt zurück zur Sprache, was der über Sprache geschrieben hat. Das war im Norden von Ontario, da war der immer unterwegs, er war Ontarianer. Und er sagt in seinem Buch, auf einer Tafel, auf einer Schultafel, in einem Gemeindehaus in der Wegamo Lake Reserve, also ein kleines Reservat, das Wegamo Lake Reservat, 380 Airmiles north of Thunder Bay, Ontario. Also da oben, da stand zu lesen, ein Satz, den hat er in sein Buch übernommen. I believe you understand what you think I said, but I'm not sure you realize that what you heard is not what I meant. Also, ich glaube, dass du verstehst, was du denkst, dass ich gesagt habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du begreifst, dass das, was du gehört hast, nicht das ist, was ich gemeint habe. Weiß ich nicht, ob das alles so sitzen kann. Es ist auf jeden Fall im Chat drin, für die nächsten 2 Jahre zu meditieren. Ja. Und so, und das auf der anderen Seite steht, also geht's noch? Ich rede doch Deutsch, oder? So, Sprache ist nicht eindeutig. Und dieser Robert Ross in seinem Buch, im zweiten Buch, glaube ich, ganz am Anfang, schreibt er, und das hat mich super beeindruckt, schreibt er, ihr werdet mich nicht dabei erwischen, dass ich sage, der und der hat das gesagt. Ich muss zugeben, ich habe keinen Schimmer, was da jemand gesagt hat. Ich kann nur weitergeben, was ich gehört habe. Und ich dachte mir, boah, wenn du schon so weit bist, so eine Unterscheidung machst und drauf hast, dann lese ich auf jeden Fall dein Buch, Mann, da kannst du sicher sein. Und der, jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. Ein ganz kleiner Seitenweg noch zu Sprache und zu Wort. Tom lässt sich darüber aus und sagt, für ein neugeborenes Baby, alles, was es sieht, hat dieselbe Bedeutung, nämlich keine. Du hast noch keine Bedeutung für irgendetwas. Erst wenn wir anfangen, mit Naming irgendetwas Namen zu geben, dann bekommt es Bedeutung. Aber in dem Moment, wo wir ihm einen Namen geben, schränken wir es auch gleichzeitig mit dem Namen, durch den Namen, ein. Wieso? Ich gehe zurück zu dem Vogel mit Schwarz und mit Schwanz hinten so oder so und ich sage jetzt Rabe. Und jetzt habe ich Rabe gehört und jetzt gucke ich nach oder ich kriege es erzählt
Raben sind die größten Rabenvögel aus der Familie der Rabenvögel. Kolkrabe haben wir hier. Und die anderen sind kleiner. Da gibt es noch kleinere Rabenvögel, wie eben die Krähen und Elster und so weiter. Und Raben sind Leute, die, wie auch die Krähen, dass wenn du die siehst, kannst du sofort immer gucken, das mache ich immer als Hobby nebenbei, wo ist denn der Zweite? Die sind oft zweit unterwegs und so, das hast du dir alles angelesen, das weißt du, das hast du auch öfters gesehen. Und dann noch zwei, drei Eigenschaften. Und irgendwann ist es so, dass Rabe für dich abgeschlossen ist. Das fällt unter Rabe. Die Überschrift Rabe, ein Name und das gehört dazu. Und das hindert mich daran, die 10.000 anderen Sachen, die Raben eigentlich auch noch ausmachen, hinterher zu sein, weil ich das Gefühl habe, ich weiß es eh schon. So schränkt Name ein oder kann Name einschränken. Und dazu sagt ein Schweizer, der Max Bürger, den ich kenne aus der Visionssuchenarbeit, ein toller Mann und sein Satz ist super toll. Er sagt, jedes Wort ist eine Einengung der Wirklichkeit. Jo. Und gleichzeitig eine Expedition nach Wahrheit. So, ich habe nie mit Max über die Definition von Tom gesprochen, aber wenn ich diesen Satz lese, das hat er völlig kapiert. Und eine tolle Beschreibung. Und Rainer Kunze, woher auch immer, sagt, Sprache ist Scheitern, dass der Rede wert ist. Ich finde so Sachen klasse, wenn die das so beschreiben. Jetzt noch die Definition. Was ist denn Coyote Teaching? Rupert Ross in seinem Buch Returning to the Teachings. Ich lese es Englisch vor und ich übersetze es dann. But it goes much deeper than that. There seems to be a widespread Aboriginal understanding that thought or information must be shared in ways to leave it open to the listener to take whatever they wish to find in what they have heard. In other words, there seems to be an understanding that education should focus on presenting events or experiences in ways that encourage others to find their own significance. As a result, neither the identity nor the intent of the teacher occupies center stage. Wie toll. Also, es geht ja viel tiefer. Es scheint ein weit verbreitetes einheimisches Verstehen darüber zu sein, dass Gedanken und Informationen auf so eine Art und Weise geteilt werden soll, dass es den Zuhörern offen lässt, was sie wünschen, daraus zu fischen oder zu finden, was sie da gehört haben. Es liegt an ihnen, das zu nehmen. Es liegt an ihnen, da rauszufinden, was sie damit machen wollen und was sie gehört haben. Mit anderen Worten, es scheint ein Verstehen darüber zu sein, dass Bildung sich darauf fokussieren soll, Events und Erfahrungen so zu präsentieren, dass andere ermutigt werden, ihren eigenen Sinn darin zu finden. Boah. Als Ergebnis davon ist klar, dass weder die Identität noch die Absicht des Lehrers die Hauptrolle spielt. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, und ich habe viel gelesen, wer schon mal hier war, weiß tausende von Büchern. Und ich habe viel Trainings gemacht und von vielen verschiedenen Leuten. Und ich bin halt schon alt. Ich habe so eine präzise Formulierung über das, was wir machen, noch nie gehört. So. Und das ist es, was wir tun. Deswegen ist es auch
keine Bildung, wir machen keine Umweltbildung, wir machen überhaupt keine Bildung. Wir bereiten einen Boden. Und wir kennen uns natürlich, bereiten wir diesen Boden absichtlich. Ich gehe ja schon her und lege absichtlich Federn in die Mitte und das Zeug, damit Neugier kommt. So. Das ist nicht dem Zufall überlassen, so ist das nicht. Aber wir bereiten einen Boden und jetzt fange ich an, dazu was zu erzählen. Oder du erzählst was dazu. Und das Erste ist, glaub nicht, dass sich alles das so reinziehen, wie du es meinst. Denk daran, hundertprozentig geht das sowieso nicht. So, erwarte das auch nicht. Es ist normal. Es besteht keine Chance, dass es sich hundertprozentig so reinzieht. So, du erzählst was und die hören das. Und jeder zieht sich das ein bisschen anders rein. Es ist schon so, wenn wir jetzt über das Gerben reden oder so oder was auch immer, über Coyote-Teaching in deinem Kurs, dass das schon in etwa verstanden wird, aber trotzdem mit Nuancen jeder ein bisschen verschieden. Und hier sind wir wieder bei seinen Gewehren, dass du zulässt, dass der das nimmt, was er gerade braucht. Ja, was nimmt er denn gerade? Ja, was ihn interessiert? Ja, was nimmt er denn nicht? Der nimmt nicht das extra nicht, auf das du so stehst, weil er denkt, du bist ein Arsch. Nein, so geht das nicht. Der nimmt das nicht, weil es ihn nicht interessiert. Und das kennst du. Wenn du vielleicht bei mir warst, du hast mich was erzählen hören und du denkst dir, boah, jetzt fängt er noch mit dem an. Also ja, ist er nett und sonst ist er auch cool, aber das interessiert mich einfach nicht. Und ich kenne das von mir. Ja, und jetzt kommen wir darüber, über Träume zu sprechen. Und ich denke mir, ja, ihr mit euren Träumen. Also da habe ich sowieso eine andere Meinung dazu. Und ich habe nichts mitgekriegt. Ich habe auf Durchzug geschaltet, saß da, habe freundlich gegrinst und fertig aus. Ich weiß nicht, 5 oder 6 Jahre später habe ich so ein fettes Erlebnis persönlich mit meinem Traum und was das alles ausgelöst hat, dass es mich komplett abgehauen hat und ich jetzt im Nachhinein begriffen habe, was der damals eigentlich meinte. Aber ich hatte keine Chance damals. Ich war dafür nicht offen. Und wenn du dafür nicht offen bist, nutzt es eh nichts. So, wundere dich nicht darüber. Das ist so. Und es gehört sich auch nicht. Wer bist du, dass darauf bestehst, unbedingt genau das, die muss unbedingt das erfahren, was ich auch erfahren habe. Ja, ich weiß, wir kommen daher. Aber die Welt ist nicht so. Überhaupt nicht. So, die nehmen sich das. Und du hast kein, wenn 20 Leute da sind, ich habe keinen Schimmer, was sie sich nun genau nehmen. Und ganz ehrlich, es ist mir auch egal. Ja, gehört sich das. Ich meine, positiv egal. Ich sage immer, wenn wir so Thema-Sachen haben, ich schere, ich gehe her und erlaube mir, alle, die da sind und zu mir kommen, positiv über einen Kamm zu scheren. Jeder hat die Chance, sich das zu nehmen, was er nehmen will. Ich weiß es eh nicht. Und ich weiß schon gar nicht, wenn er sich super alles genommen hat, ganz aus dem Häuschen ist und ganz begeistert ist, oder auch weniger, ich habe keinen Schimmer und wir alle haben keinen Schimmer, was er daraus macht. Und es ist seine und ihre Angelegenheit, ob er oder sie was daraus macht oder nicht und auch, was sie daraus macht oder nicht. Du bereitest einen Boden, mehr kannst du nicht tun. Und das Lernen muss alleine, muss über den eigenen sinnlichen Apparatus stattfinden. Du kannst keinem eine Erkenntnis verkaufen. Wenn du die Erkenntnis, die er haben soll, erzählst, machst du den ganzen Weg kaputt und vielleicht kommt sowieso was anderes raus. Das alles gehört sich eigentlich nicht. Wir kommen aber einer Kultur, die umgedreht ist. In früheren Zeiten war es so, dass derjenige, der lernen will, bei dem stand die komplette Verantwortung. Der war heiß zu lernen und hat krampfhaft einen gesucht, der ihm da was weitergibt. Und wenn er einen Mentor gefunden hat, hat der Mentor komplett darauf aufgepasst, wo der steht, ob er schon reif dafür ist oder wo er eh noch immer alles weiß. So, heute ist es umgekehrt. Du musst lernen ums Verrecken, denn ich bin der Lehrer und du bist in der Schule und da muss hinten das und das rauskommen. Also fangen wir an, irgendwas auswendig zu lernen und fertig aus. Diese Sachen sind aber nicht für irgendwie, ich lerne irgendetwas. Diese Sachen, wenn da sich jemand was nimmt, und das wisst ihr ganz genau, die sind für dein Leben. Was da passiert auf diesem Weg, was da passiert, wenn du auf einen Mentor triffst, der dir das lässt, der dir das Sein gewährt, dass du nehmen kannst, was du willst und daraus was machst, was dir jetzt reinpasst und nicht, was mir als Mentor reinpasst. Das bedeutet, das sind alles fette Bausteine auf deinem Weg, dein Talent in die Welt zu bringen. Boah, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. So.
Coyote-Teaching ist nicht immer leicht und schon gar nicht immer lustig. Was meine ich damit? Es ist wirklich wichtig, dass du am Anfang klar machst, was du davor hast, und am besten du verwickelst dich so, wie ich es erzählt habe, mit der Feder, mit was auch immer. Du brauchst irgendwo einen Punkt, und sei nur kurz, wo du ein bisschen was davon zeigen kannst und dann ein Commitment kriegst, okay, einverstanden, zumindest dieses Wochenende machen wir das so oder dieses Jahr. Sonst gehört sich das nicht. Und das andere ist, ein Beispiel, was ich erlebt habe. Es war in Kanada. Da hatte ich jemanden dabei, der war ein absoluter Wolfsfan. Und der war davor, bevor er zu mir nach Kanada hochkam, war er bei Tom in den USA, in New Jersey und Ostküste New Jersey, muss man dazu sagen, dass die Tiere da kleiner sind. Amerika ist so groß, dass der Rotfuchs verschiedene Größen hat, an der Ostküste, ganz im Süden in der Wüste und auf jeden Fall oben in Kanada und Alaska. In Kanada und Alaska ist er größer. So, das als Vorgeschichte. Wir landen an und wir steigen aus und geht's immer los. Die Leute laufen rum, gucken nach Spuren, gucken sich, ob sie eine coole Feder finden und so. Und der eine findet eine Spur und meldet sich so von, hey, kommt her, guck hier, Wolf, Wolfgang, komm her, Wolf. Und er kniet da und schaut auf diese Wolfsspur. Ich komme hin, gucke drauf und sehe sofort, das ist kein Wolf. Das ist zu klein. Und ich sehe das und sage, was siehst du denn? Und das hat er schon ein paar Mal gehört und er wird sofort ein bisschen wütend. Du mit einem, was siehst du denn? Ganz klar, ich sehe 4 Zehen, 4 Krallen, Wolf, also. So, das war schon die erste Aufregung. Und dann sage ich, boah, ja, 4 Zehen und Krallen, aber die Größe. Und er sagt, naja, ein kleiner Wolf. Und jetzt gehe ich her und demonstrativ, also er hat vor mir gekniet und da war die Spur und ich gucke jetzt demonstrativ die Gegend ab. Und nachdem ich das gemacht habe, sage ich vollweise, weil ich sehe überhaupt keine Spuren von einem großen Wolf, zum Beispiel von seiner Mama. Und da sehe ich, wie die Adern rauskommen, wie das Gesicht rot wird. Und mein Gefühl war, wenn ich jetzt noch einen Satz sage, dann haut er mir eine rein. Und ich wollte aber noch ihm eine Chance lassen. Und ich war aber darauf vorbereitet, dass ich jetzt eine kriege. Ich wollte nur eine Chance lassen. Und ich sage, was kann es denn sonst noch sein? Und dann guckt er so. So runter auf die Erde und dann sagt er, Fuchs, und guckt so hoch zu mir und wie er so hoch kommt, sehe ich, wie ihm Tränen runterrennen. Boah, ich kriege auch Gänsehaut, das war so heiß. Und für ihn war einiges klar, warum die Tränen kamen. Die Tränen kamen ihm, weil er war wirklich kurz davor, mir eine reinzuhauen. Und ich habe mich aber nochmal getraut. Und so hat er die Chance bekommen, das selbst draufzukommen. Und gleichzeitig hat er erkannt, etwas, was beim Spurenlesen immer passieren kann, schnell, und wovon er auch schon gehört hat, weil wir schon darüber gesprochen haben, dass du dich zu schnell festlegst, und wenn du dich einmal festlegst, dann neigen wir Homo sapiens dazu, darauf zu bestehen und suchen alle drumherum Daten irgendwie so zu manipulieren, dass sie zu dem passen, worauf wir uns festgelegt haben. Weil wenn ein Organismus, auch wie Homo sapiens, wenn du andauernd falsch liegst, dann stirbst du am Ende. Du kannst nicht mit der Welt dir gegenüber andauernd falsch liegen, falsche Entscheidungen treffen. Und deswegen neigen wir dazu ein bisschen, auch wenn wir falsch liegen, das nicht so schnell aufzugeben. So, für den war das einmal mit der Spur eine Erkenntnis, aber viel mehr noch, wie es sich da verlaufen hat und was das alles auslösen kann. Und da ist die Grenze.
Ich hätte auch schon zwei Sätze vorher gehen können und sagen, okay, für dich ist es ein Wolf, wir schauen später nochmal, lass es. Oder ich hätte gleich sagen können. Ich kann auch schlecht drauf sein, ich kann auch drauf sein, dass mich das gerade nicht interessiert oder sonst was, und sage ich halt, leck mich, so für mich. Und dann kommt es halt nicht zu diesem Prozess. Und so Coyote-Teaching ist nicht immer locker, ist auch nicht immer lustig, aber es ist immer erfüllend und spannend. Und mir waren die Augen nass und dem sind die Tränen runtergelaufen, weil es so eine coole Situation war. Und ich gehe jetzt her und zu dem, was der Robert Ross gesagt hat, da sagt er, weder die Absicht noch die Persönlichkeit des Lehrers steht im Mittelpunkt. Auf jeden Fall. Ich steigere das noch und sage, das Coolste, was dir gelingen kann als Mentor, ist, dass du es schaffst, dass du einen Boden bereitet hast, dass irgendjemand auf was draufkommt. Das ist für dich so ein Geschenk. Das ist die Währung. Und das wisst ihr ja auch alle. Ich erzähle euch Sachen, die ihr sowieso wisst. Aber trotzdem, ich steigere mich da gerade wieder rein. Das ist die Währung. Natürlich brauchen wir auch Kohle. Und ich bedanke mich auch immer auch für die Kohle. Denn sonst könnte ich mein Leben nicht führen. Aber die tatsächliche Währung ist, wenn du dieses Leuchten siehst und da eine Erkenntnis in diesen Körper reingefahren ist. So, die Steigerung noch davon, dass du weder im Mittelpunkt stehst, noch deine Absicht maßgebend ist. Die Steigerung, finde ich, davon ist, wenn irgendjemand auf was draufgekommen ist und er hat keinen Schimmer, dass du damit was zu tun hast. Das ist, ja. So, was macht einen guten Coyote-Teacher aus? Meines Erachtens hat es nicht damit zu tun, dass du alles wissen willst und dann halt, ja, Leuten schon auch was zeigen kannst und so. Du kannst sowieso nie alles wissen, verabschiede dich davon. Was du brauchst als Werkzeug, du musst so einer sein oder so eine, die das Höchste, was dir passieren kann, ist, wenn du merkst, jemand anders kommt auf was drauf. Wenn das für dich das Größte ist. Wenn das etwas ist, wo dir ohne Ende das Herz aufgeht. Nur durch die Tatsache, dass irgendjemand auf was drauf gekommen ist. Was immer auch das ist. Wenn du so jemand bist, dann bist du safe im Sattel von Coyote Teaching. Und wenn wir jetzt wieder uns anschauen, wo wir herkommen, wenn wir uns wieder anschauen, wie Homo sapiens eigentlich drauf ist, von Haus aus, dass Homo sapiens jemand ist, der gerne gibt, der gerne in Gesellschaft ist, der, was willst du denn mit deinem Wissen oder mit deinen Fähigkeiten anfangen, wenn andere nichts davon haben? Das macht ja alles keinen Sinn. Und wir kommen daher. So, als Homo sapiens sind wir eigentlich von unseren Grundeigenschaften alle auch deswegen geborene Coyote-Lehrer, weil wir uns freuen, wenn jemand anders auf was draufkommt. Dadurch kommen wieder Sachen bei dem in Gange und lösen was aus. Er, sie geht ihren Weg weiter. Dadurch machen sie Erfahrungen, die sie wieder in die Gemeinschaft reinbringen, solcher Art, die vorher überhaupt noch nicht in der Gemeinschaft drinnen waren, und bereichern so wieder. Und so bereichert sich der ganze Kreis, so bereichert sich das ganze Dorf, so bereichert sich deine ganze Lehrgang, so bereichert sich eine ganze Nation, wenn du willst. Und wir kommen daher. Wir sind alle so, so wie wir jetzt leben. Dafür sind wir nicht gebaut, das gefällt uns allen nicht. Und nicht nur dem nicht und dir nicht und ihr nicht, sondern wenn du alle fragen würdest, allen gefällt das nicht. Das ist nicht schön, so wie wir gerade umgehen. So, das wäre mein Coyote Teaching Nummer
Den Coyote Guide, den kennt sie alle. Wer ihn nicht kennt, ja, als Technik muss das dritte Mal ganz zum Schluss. Und da steht ganz viel in diesem Buch da drinnen. Aber nur damit ich das einmal anreißen kann, nur ganz kurz. Das ist Geh mit dem Flow. Und damit meine ich, erstens mal, wenn es losgeht, geh auf jeden Fall her und kreiere einen Anfang. Jetzt geht's los. Meinetwegen bist du so, dass du einfach sagst, jetzt geht's los. Du kannst auch ein Lied singen zum Anfang. Wir singen ganz spezielle Lieder, oder ich singe ganz spezielle Lieder. Wenn das im Morgen ist, singe ich ein spezielles Lied für die Qualität des Morgens, um die Qualität des Morgens hier reinzuholen und so. Das musst du aber nicht. Du kannst hoch auf dem gelben Wagen genauso singen. Hier dreht sich nicht darum, unbedingt eine Qualität reinzuholen von was auch immer, sondern es ist ein Anfang. Nach dem Lied geht's los. Oder du räucherst. Aber geh bitte nicht her, wenn du eh schon immer einen Krampf gekriegt hast, wenn ich geräuchert habe, dass du dann rausgehst und räuchern anfängst, nur weil ich geräuchert habe und du magst es eh nicht, das wird nichts. Die merken sofort, dass du da nicht authentisch bist. Mach das, was dir liegt, aber kreier einen Anfang. Denn das ist wichtig. Wir kommen an, wir haben gegessen, wir kommen von der Autobahn, wo auch immer, das muss alles weg. Du kreierst dadurch einen, oder wir kreieren jetzt einen Raum, in dem was anderes passiert. So mach irgendeinen Anfang. Und wenn du anfängst, geh nicht her jetzt und hau sie sofort in das Schwierigste rein. Geh nicht her und lass sie sofort ganz alleine jeder ein Bodrill-Set machen und Feuer machen. Geh zuerst her und erzähl coole Geschichten darüber. Inspiriere. Und diese Inspiration brauchen sie gerade beim Bodrill eh, weil es ist eh eine längere Geschichte und ein Bodrill-Feuer kriegst du eh nicht so schnell hin. So. Ich gehe auch her und habe nur ein einziges Mal in meinem ganzen Leben ein Bodrill-Feuer bei den anderen machen lassen, wo jeder alleine eins gemacht hat. Und das war 1995 in meinem allerersten Kurs mit 20 Leuten. Und da haben zwei ein Feuer angekriegt. Und seitdem habe ich das nie mehr gemacht. So geh her und gib ihnen Aufgaben, wo sie eine Chance sehen, das auch irgendwie zu lösen. Seitdem lasse ich sie in Gruppen machen. So, also bevor es zum Tun geht, kommt Inspiration, Osten, im Süden, jetzt geht das weiter, der Flow, jetzt kommt es ins Tun. Nach dem Tun, jetzt haben sie es erreicht, jetzt sind sie im Westen. Das, was sie getan haben, ist jetzt fertig geworden. Jetzt kommt auch Klatschen, jetzt kommt jetzt Feiern. Hey, she made it, wie ich gehört habe, als sie ganz kurz vor Schluss, bevor das Seminar vorbei war, doch noch Feuer angekriegt hat. Bemerke das. Weil es ist eine coole Sache, wenn jemand was damit fertig geworden ist. Okay, Westen. Und jetzt geht es in den Norden. Wenn du da, Norden steht auch für Recreation, für Erholung, das loszulassen, was du jetzt gerade gemacht hast. Hier kommt jedenfalls, wenn du jetzt ein Tagesseminar gemacht hast, im Norden der Abschluss. So wie du einen Anfang gemacht hast, musst du unbedingt einen Abschluss auch machen. Am besten so, wie du angefangen hast oder anders. Egal, ist deine Nummer. Mach einen Abschluss. Und wenn du kannst jetzt doch hergehen nach dem Abschluss und kannst ihnen eine Hausaufgabe, eine Inspiration für den Osten geben. Das heißt, wenn du jetzt fertig bist, dass du sagst, und wenn ihr dann zu Hause seid, dann könnt ihr doch auch mal das und das anschauen, wie wäre es denn damit? Sodass du ihr eine kleine Aufgabe, ein kleines Rätsel für zu Hause gibst. Und das immer wieder bei Inspiration. Und wenn sie das tatsächlich inspiriert, dann gucken sie auch nach, wie das ist mit dieser einen Spinnwebe oder sonst was, was immer du auch erzählt hast. Und so kannst du noch ein kleines Abenteuer mit nach Hause geben. So, in diesem Coyote Guide stehen ohne Ende, wie du das an einem Tag machst, in einer Stunde machst, in einer Woche machst. Oder wenn du ein Jahresprogramm hast oder ein Mehrjahresprogramm, steht alles super detailliert da drinnen. Aber immer mit der Idee, geh mit dem Flow, geh mit dem natürlichen Fluss. Der Morgen, was meine ich damit? Die Qualität von morgen, wenn wir morgens aufstehen, ist was anderes in der Welt los als mittags. Und es ist auch was anderes los abends. So, alle drei Sachen fühlen sich auch anders an. Und in der Welt der Menschen und der Vögel und der Bäume und der Sonne ist auch was anderes los. Daher kommt das. Haha, 10 Uhr. Oh, jetzt sind es sogar noch mehr geworden. Ja, da.
Da habe ich mich wieder reingehauen. Mir gefällt das. Das ist wenn du das einmal verinnerlicht hast, dann ist das eine schöne Sache, da Teil davon zu sein. Und scheu dich nicht. Trau dich. Du kannst nie alles wissen. Und wenn irgendjemand von dir denkt, dass du alles wissen sollst, okay, aber dann, was denkt der denn, wie die Welt ist? Es ist im Gegenteil der Fall. Ich bemerke immer mehr, und sei dir dessen auch eingedenk, dass sich dein Wissen permanent verändert. Deine Schlüsse verändern sich immer. Und ich sage sehr oft, so wie ich die Welt heute sehe, kann ich euch das und das dazu sagen. Aber das bedeutet nicht, dass ich es morgen schon noch genauso sehe. Und das ist nicht, weil ich ein Idiot bin und keine eigene Meinung habe oder sonst was, sondern weil ich zutiefst weiß, wie sehr sich das schon so oft bei mir verändert hat. Ja. So, trau dich. Und wenn du irgendwas nicht weißt, du musst das nicht wissen und sag das. Gib das zu. Was willst du denn machen? Du weißt es ja trotzdem nicht. Oder dann sagt jemand, das habe ich alles schon erlebt, dann sagt jemand, ja, aber du leitest doch das Seminar, das sollst du doch wissen. Sage ich, ja, aber wir zwei stellen gerade fest, ich weiß es nicht. Was machen wir denn jetzt? Es ändert ja nicht an der Tatsache, auch wenn ich soll. Aber es ist nicht der Fall. Ja, wie traust du dich dann rauszugehen? Boah, du kannst nicht alles wissen. Wenn du es klingt ein bisschen wild, aber ich kann es nicht anders sagen, wenn du mit reinem Herzen rausgehst, damit meine ich, dass deine Absicht ist, einen guten Boden zu bereiten, so gut du kannst, dann ist das alles okay und dann bist du sofort authentisch, völlig egal, wie viel du weißt oder wie viele Antworten du geben kannst oder nicht. Das ist nicht der Punkt. Ja. Jetzt schaue ich nochmal meine Zettel an. Ah ja, diesen super Spruch von John möchte ich zum Schluss noch reingeben. Ungefähr der vierte oder fünfte Schluss. Der da sagt, wenn, Verena, wenn du noch da bist, the best teachers are those. Das könntest du jetzt mal einspielen. Habe ich dich noch, Verena? Ah ja, super. Super. Who show you where to look? But don't tell you what to see. Das meine ich damit. Das meine ich damit. Und das ist alles nur ein kleiner Ausschnitt. Es ist noch viel mehr. Aber das eine von John hätte ich gern noch. Ich müsste es ja eigentlich auch so hinkriegen. Er sagt, wenn ein System ein je nachdem, wo man anfängt, Homo sapiens, Neandertaler, Homo erectus, ein paar Millionen Jahre altes System oder ein Tausenden von Jahren altes System Homo sapiens, sagen wir so, wieder über sinnlichen Input in Kontakt kommt mit einem ja Milliarden alten System Erde. Dann tut sich was. Mein Ausdruck, dann rappelt's in der Kiste. Und was sich da tut, was da anspringt, hat nichts zu tun mit einer Weltanschauung, hat nichts zu tun mit einem Glauben, hat nichts zu tun mit Psychologie, mit Philosophie, mit all diesen Sachen, Religion, hat nichts zu tun. Es ist vielmehr auf einer körperlichen Ebene, dass da was ausgelöst wird,
dass da wieder in Verbindung geht. Und es geht ein Fluss los, den du auch nicht kontrollierst. Es ereignet sich da was und wir erfahren darüber was. Die Auswirkungen sind Erkenntnisse und solche Sachen. Und deswegen der Weg hin dazu ist sinnlicher Input. Und deswegen sagen wir oft am Anfang, lose your mind, come to your senses. Und das ist der Schlüssel. Das kriegen wir alles nicht hin mit einem intellektuellen Schluss. He lost his mind heißt er auch auf Englisch verrückt, er ist verrückt. Und ja, wir sind verrückt, wir sind weggerückt vom sinnlichen Input hin zum Denken. Und worum es aber geht, ist der sinnliche Input. Nur über sinnlichen Input machst du persönliche Erfahrungen. Und natürlich können wir sinnlichen Input lenken. Wir sind Leute, die lenken den sinnlichen Input auf Natur, auf die uns umgebenden Wesen, wie wir es gerade heute hatten mit Andreas Weber. Und nur dort, wo wir drauf einen Fokus haben, dort kommt es auch zu sinnlichem Input. Und wenn wir den Fokus, wie bei uns, auf Natur, auf eine Gemeinschaft und das alles legen, dann kommt es da zu einem fetten sinnlichen Input, das bedeutet zu fetten persönlichen Erfahrungen und persönlichen Wahrheiten. Und das ist das, wenn frühere Leute davon sprechen, dass sie so verbunden sind mit der Erde, mit der Welt. Denn über den sinnlichen Input, ich kann es nicht anders beschreiben, holen wir über unsere sinnlichen Wahrnehmungskanäle unsere Umgebung, die Erde, die Bäume, die Pflanzen, den Schnee, was auch immer, wirklich in uns hinein. Und wenn wir keinen sinnlichen Input haben von der Welt, dann ist ganz klar und richtig, wenn viele sagen, ich fühle mich so leer. Jo, korrekt beschrieben. Ich fühle mich überhaupt nicht angebunden. Jo, korrekt beschrieben. Ja. Ja, herzlichen Dank. Es war mir, nachdem ich am Anfang mir gedacht habe, boah, ich hänge schon eine ganze Zeit vom Rechner und schaue mir Sachen an, jetzt auch noch. Aber es ging sofort. Es hat mir gefehlt, dass ich euch nicht sehe, aber ich habe das dann vergessen und habe eh oft die Augen zugemacht und mir euch vorgestellt, weil das ist toll, dann so ein Gegenüber zu haben. So, Ende damit. Herzlichen Dank. Lieber Wolfgang, jetzt, wow. Ich hole mich jetzt mal dazu. Herzlichen Dank für den unfassbaren, berührenden Vortrag. Wahrscheinlich ist allen ähnlich gegangen. Die Zeit ist einfach verflogen. Tausend Dank. Die Herzchen, siehst du sie alle, wie sie zu dir fliegen? Ich glaube, die Leute sind geflasht und das... Ich habe schon viele Zoom-Meetings gesehen, aber dass die Leute umso später der Abend wohl einfach noch mehr dazu gekommen sind und gebannt einfach davor saßen. Siehst du ja auch im Chat, du bist eine Schatzkiste und alle sind einfach hin und weg. Also großen, großen Dank dir für deine Worte und das alles hier rauszutragen. Hast du noch die Energie für ein paar Fragen zu später Stunde? Ich bin drin. Du bist im Flow. Wunderbar. Ja, die Leute feierten dich ohne Ende. Sehr schön. Ich glaube, vieles davon, also es kam relativ am Anfang, da wurde der Chat sehr still, weil alle, glaube ich, nur noch zugehört haben. Vieles davon hast du schon jetzt dann wieder angeschnitten. Aber eine Frage kam jetzt in der Mitte irgendwann. Wenn man etwas tiefgreifend vermitteln möchte, dann braucht es also immer Zeit, also zum Beispiel mindestens einen zweistündigen Kurs über essbare Wildkräuter, damit die Teilnehmerinnen immer Zeit für ihren eigenen Lernprozess brauchen. Was ist da deine Meinung dazu? Nochmal. Dass es also immer einen
mindestens 2-stündigen Kurs braucht, damit die Teilnehmenden auch wirklich ihren eigenen Lernprozess auch begreifen können und gehen können, dass kurze Kurse quasi dann gar nicht funktionieren? Das weiß ich nicht. Ich habe einfach keine Erfahrung mit einem. Doch. Das kann doch viel kürzer sein. Es kommt darauf an, wenn ich das Beispiel nehme, das ist mir wirklich passiert mit dem Vogel. Wenn ich das Beispiel nehme, das waren ja keine 5 Minuten. Und was daraus, also meine Absicht war, ich hau das nicht raus, ja. Aber ich gehe so weit, dass er eine Chance hat, das rauszufinden. Und das waren 5 Minuten. So, und jetzt kommt die Frage zu dem Lernergebnis oder irgend sowas. Sein Gewehren, wenn den der Vogel eh nicht interessiert, dann schaut er auch nicht nach. Ja, ist doch okay, bricht doch die Welt nicht zusammen. Ergebnis, er weiß halt dann nichts über diesen Vogel. Gleichzeitig weiß er das auch und es ist ihm völlig wurscht. Und wenn es ihn interessiert, dann schaut er nach. Und wenn er das nachschaut und sieht, dass er jetzt in Zukunft, wenn das was werden soll mit Vögeln bei ihm, dass er auch auf den Schwanz achtet, dann wird es einer sein, egal welchen Vogel er sieht, beim nächsten Mal guckt er auf diesen verdammten Schwanz. Und da kann eine Reise losgehen, dass er plötzlich ein super Vogel-Hugo wird. Ich weiß es nicht. Es hat nur 5 Minuten gedauert, aber es hat locker gereicht, wenn es denn sein soll, wenn es denn von seinem Interesse ist, dass da eine Reise losgehen kann. Und da macht er diese ganzen Erfahrungen selber. Ich habe ein tolles Beispiel, es fällt mir doch noch eins ein. Ich schicke sie raus, Sitzplatz. Und alle kommen zurück, so und so, so und so, so und so, so und so. Und es kam der eine dran, es war so ein bisschen wilder, so, und sagt er, du, ich habe den Sitzplatz nicht gemacht. Und ich sage, okay. Und die anderen haben alle zugehört. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Das ist mir sofort aufgefallen. Ne? Was sagt er denn jetzt? Ne? Ich sage, okay. Sagt er, weißt du, sagt er. Da musst du mal vorstellen, ich bin so ein Typ, ich lasse mir nichts sagen. Wenn mir einer was sagt, dann mache ich das sowieso nicht. Verstehst du das? Das mache ich zu Hause. Und ich sage, okay. Wir sind alle, ich schere alle positiv einen Kamm. Wenn dir das zu Hause lieber ist, aus welchen Gründen auch immer, die ich sowieso nicht verstehe und die ich auch nicht wissen brauche, dann machst du das zu Hause. Ich habe da nichts dagegen. Du kriegst mein volles Verständnis dafür, dass du das so machst. Wo ist der Punkt? Der nächste. Wow, danke schön. Bin ich aber nicht sicher, ob das die Frage beantwortet hat. Aber ist ja auch so eine Sache, wie viele Antworten geben wir denn in den Fragen und Antworten hier wieder? Ja. danke dir. Eine Frage, die ich auch noch super spannend fand, war, aus der Schule haben wir gelernt, dass Fragen, die wir nicht beantworten können, bedeutet, dass wir schlechte Leistung erbringen. Hast du ja auch schon angesprochen. Wie gehst du damit um, dass viele Fragen diese Wunde bei anderen öffnet, dass offene Fragen hilfreich ist, Gutes zu vermitteln? Also ich denke, damit ist gemeint, selber damit umzugehen, dass man eben nicht die Antworten, da die gute Leistung zeigen kann. Ja. Da fällt mir dazu ein, Ende eines Lehrgangs, BP1, ein Jahr lang. Die Frau ist Amerikanerin. Und sie sagt, es war so der Hammer. Ich habe mein ganzes Leben lang noch nie erlebt, dass ich so sein konnte, wie ich bin und dass es in keiner Weise auf meine Leistung ankommt oder ankam. Und das bei mir, einer Amerikanerin, die noch viel mehr auf Leistung wahrscheinlich getrimmt sind. So, das beschreibt jetzt nicht die Wunde oder nur ein bisschen. Die Wunde hat sich ja bei ihr umgedreht in Begeisterung. Alle Menschenwesen kommen mit hunderttausenden Wunden an, dass es nur so kracht. Was mache ich damit? Mir wäre jetzt fast rausgerutscht, nichts. Die sind sowieso da. Und ja, da geht das auf, da geht das auf, da geht das auf. Da gehst du durch.
In der Mitte vom Lehrgang haben sie oft eine Wunde, viele, dass sie sehen und kommen und sagen, boah, jetzt lebe ich in zwei Wänden, das ist die Wildnis, aber das ist mein Beruf und ich kriege das überhaupt nicht zusammen und das tut mir weh und sowas alles. Und ich sage, ja, ich höre das und ich kenne das, du bist nicht alleine. Und was meine Erfahrung ist mit über 1000 Leuten oder noch mehr, die ich jetzt da begleitet habe, bei den meisten geht das wieder zusammen. Ich weiß, dass sie das jetzt überhaupt nichts hilft, aber es ändert nichts an dieser Tatsache. So, geh damit. Und ja, du gehst damit. Und das sind noch die, jetzt gibt es dann Clanwissen. Ein anderes Wort ist Hausaufgaben. Was glaubst du, wie viele Leute reinstürzen in ihre ganze Schulzeit mit ihren Hausaufgaben oder so? Vielleicht du selber auch, weil du so geguckt hast. Das ist da. Und wenn nichts rauskommt, wenn du keinen einzigen Strauch kennenlernst, kein einziges Feuer machen kannst, du kennst keine Pflanze und kannst auch nicht Spuren lesen und nichts. Aber du bist für dich auf irgendwas draufgekommen, ist das ein Riesenerfolg, auch wenn die Nummer Wildnispädagogik-Lehrgang geheißen hat. Der eine hat zum Schluss gesagt, am Ende in der Runde, bei diesem Lehrgang und nach diesem Lehrgang bin ich jetzt richtig draufgekommen. Ich war mir nicht sicher. Jetzt bin ich richtig draufgekommen. Ich bin schwul. Und das ist gut so. Das war das Endprodukt von Wildnispädagogik-Lehrgang. Aber da kann man ganz toll sehen, wie persönlich das ist. Das ist eine persönliche Reise. Glaubst du, ich habe einen Schimmer, wo die hingeht? Ich habe nicht mal einen Schimmer, wer kommt. Und nochmal, ich sehe sie alle positiv über einen Kamm. Das bedeutet, ja, ich gebe dir, soweit das geht und soweit der Rahmen das zulässt, lass ich dich so sein, wie du bist. Und das fällt mir leicht, denn ich habe so keinen Schimmer, wie du bist. Wir haben ja auch so eine Idee, also wir haben in Deutschland oder in unserer westlichen Kultur eine Idee, Wolfgang, als Lehrer musst du deine Schüler abholen, wo sie stehen. Ja, geht's noch. Ich habe nicht mal einen Schimmer, wo ich stehe. Jetzt kommen 20 Leute, die behaupten, ich soll die abholen, wo sie stehen. Ich verstehe, dass der Satz cool ist, aber er ist scheiße. Er stimmt nicht. Das kannst du nicht. Wer glaubst du denn, dass du bist, dass du das kannst? Boah. Wenn du das mal begriffen hast, tust du dir vielleicht auch leichter. Weil sonst glaubst du immer, ich muss dir irgendwie... Natürlich weißt du nicht, wo sie stehen. Aber natürlich bin ich auch in der Lage, auf der anderen Seite, wenn was daherkommt, sei es eine Verletzung oder sei es eine spirituelle Geschichte oder was auch immer, ist völlig wurscht. So viel, wie du selbst Erfahrung hast, scheu dich da nicht, lass es zukommen. Du findest immer einen Weg, auch als Mentor, im Umgang damit, mit dem, was der gerade hat oder so oder so. Aber glaub nicht, dass du da was lösen musst. Ach, das ist auch was. Denk nicht, dass du das lösen musst. Das ist eine Sache für den. Lass ihn in Ruhe mit deinen Ratschlägen oder so. Bereite ihm einen Boden, dass er sich gut fühlt, dass er dann da was nehmen kann. Aber mach ihn nicht verrückt mit all das, was er jetzt machen soll, nur weil du das mal gehört hast oder weil es dir selber so gegangen ist. Ich verstehe diesen Drang und wir meinen es ja auch gut. Aber das kann auch in die Hose gehen. Wir da auch überleben. Mein letzter Satz dazu ist, ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn du aus reinem Herzen was machst, also dass du kein Arg hast, dass du nicht jemand lenken willst oder so, dann wird dir geholfen, dass das muss geht. Vertrau darauf. Ja. Wir sind nicht alleine. Ich muss das jetzt auch mal sagen. Wir sind nicht alleine. Es wird uns geholfen. Und früher und später stellst du selber fest, dass das so ist. Du kannst nicht draußen Sitzplatz machen, du kannst nicht dauernd draußen rum sein, ohne dass du zu dieser spirituellen Nummer einen Bezug aufbaust. Das geht nicht. Und wenn du merkst, das geht nicht und es kommt immer näher ran, du bist aber jemand, ein Doppel-Atheist oder sonst irgendetwas, dann wirst du halt aufhören rauszugehen, weil dir das zu komisch wird. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das alles da ist. Die Welt hat diese beiden Sachen, die Manifeste und die Spirituelle, und fertig aus. Und wenn wir jetzt in Quantenphysik reingehen, dann sind wir gleich dabei, ja, wie fest in das manifeste Welt. Ein anderer Vortrag. Wir haben es noch jung, Wolfgang. Oh, ich feiere es ja heute, dass die Ältesten heute die meiste Energie haben und so richtig hier noch die Zuckerperlen raushauen. Danke dir. Wow, ich hoffe, ihr schreibt alle fleißig mit.
Hast du noch Lust auf eine Frage? Ja, nee, wenn du Fragen hast. Eine coole hätte ich noch, die ich auch ganz spannend finde, weil die sich auch auf die heutige Zeit nochmal bezieht. Zum Thema ungefragte Ratschläge. Wie kommt es zu diesem andere ungefragte Ratschläge und Gespräche zu ballern hierzulande? Kommt man das auf gute Weise stoppen und andere Bahnen lenken? In diesem Strudel am Zusammensein, vor allem mit erwachsenen Leuten. Also die Situation soll so sein, dass Erwachsene und jetzt in deiner privaten Umgebung gibt dir andauernd irgendwelche Ratschläge. Ich glaube, es ist damit gemeint, wirklich so das umgekehrte Coyote-Teaching, dass dich Menschen einfach mit Informationen und ungefragten Dingen einfach immer überschwallen und dich quasi gar nicht deinen eigenen Weg gehen lassen. Ob du da auch eine Idee wieso hast, wie man das ist, wieder... Ja, nee, das ist gang und gäbe bei uns, das wissen wir alle. Und die Frage ist, wieso das so ist, oder was? Ja, und was man dagegen machen kann. Wie kann man dem Einhalt gebieten und sich da wahrscheinlich wieder seinen eigenen Raum schaffen und sich abgrenzen? Ja, eine schnelle Lösung wäre, den Jagdschein machen, dann hast du eine Waffe. Nein. Aus rechtlichen Gründen muss ich hier sagen. Es gibt so einen Spruch, es ist unfassbar, was dir alles passiert, wenn du einmal ohne Waffe aus dem Haus gehst. So bei den Jägern. Ja, es ist ein komplett irres Phänomen. Einer, der weiß, dass ich ewig in Kanada bin, der weiß, dass ich ohne Ende mit Bären Kontakt hatte und mit anderen Tieren da. Und der nichtsdestotrotz erzählt mir hier in Hannover im Kaffeehaus 2 Stunden was, wie das alles geht mit Bären. Und er hat keinen Schimmer. So, mich erinnert das an einen Buchtitel. Bitte nicht helfen, es ist so schon schwer genug. Es gibt etwas, das ist eigentlich auch Teil von Coyote-Teaching, aber da gehen wir jetzt nicht rein, aber es gibt auf jeden Fall so etwas, das heißt, to be truly helpful. To be truly helpful. Und das hat nichts damit zu tun, dass du dauernd hilfst, dass du dauernd helfen willst. Dass du dauernd helfen willst, ist eine Macke. Und wenn wir draußen in der Natur sind, zum Beispiel in Kanada in der Wildnis, wenn du da jemanden mit hast, der dauernd helfen will, und du greifst da nicht ein, dann darf er die Erfahrung machen, dass er ungefähr nach 3 Tagen zusammenbricht, weil er das nicht mehr aushält. Und dabei eine gute Chance hat, das loszulassen. Und dass das dann heil ist durch diesen Zusammenbruch. So, draußen, das ist ja das Tolle, werden viele Sachen, lösen sich von alleine, weil es nicht anders geht. Weil das, wenn du nicht ordentlich bist draußen mit deinen Sachen, hast du sofort einen Nachteil. Du machst dein Zelt nicht zu, es ist nass. Dein Schlafsack ist draußen, er ist nass. Deine Schuhe sind draußen, sie sind nass. Ja, morgen scheint die Sonne, dann geht's wieder. Sie scheint aber jetzt 3 Tage nicht oder eine ganze Woche nicht. So, also wenn du draußen bist, lernst du automatisch, dass das alles Quatsch ist. Selbst der Unordentliche, das habe ich schon alles erlebt natürlich, dass ich dann Schreiben gekriegt habe, ist ja zum ersten Mal begriffen, dass Ordnung einen Sinn macht. Und jetzt zu dem, dass dir dauernd jemand helfen will und Ratschläge geben will, es mag sehr gut sein, dass das aus einer Position kommt von ich will helfen. Aber wir kommen nicht aus einer Gesellschaft, die Spur drauf hat von sein Gewehren. Entweder wir wollen alle manipulieren, dass wir sie so hinkriegen, dass sie das machen, was ich will. Oder ich will halt immer helfen, was natürlich keine Hilfe ist. Wir sagen auf Österreichisch, was er mit der Hand hinstellt, das rennt er mit dem Arsch wieder um. So, er ist keine Hilfe. Ja? Und da musst du einfach einen klaren Satz auch sagen. Erst recht, wenn das keine Hilfe ist, wenn du das, es gibt ja, du triffst die und der macht nichts weiter, gibt keine Ratschläge, aber er redet dich zu, er textet dich zu ohne Ende und er hört einfach nicht auf.
es gibt so viel, was nicht in Balance ist. Und da ist es, wenn dir nie jemand zuhört, dann kriegst du das Gefühl, mir hört keiner zu, ich muss das nochmal sagen. Und dann sagst du es nochmal und nochmal und nochmal. Und du machst alle verrückt und jetzt hörst dir schon recht keiner zu. Das kannst du, und vielleicht ist das eine Antwort darauf, dass du mal hergehst und vielleicht richtig zuhörst, was der sagt. Aber richtig. Das heißt, da ist Interesse dabei. Ich möchte jetzt wissen, was du dazu sagst. Ganz ehrlich, das kannst du auch nicht faken. Das kann eine Heilung sein. Das kann ein Verstehen darüber sein, aha. Weil das Wesen merkt, es ist angekommen. Weil es von mir als Wesen das gefühlt rübergebracht wird. Das ist meistens so. Das hat mit Kommunikation zu tun, mit dass du Manitonkwat, ein älter Wampanoag, auch schon gestorben, dem sein Job war unter anderem, dass er im Knast war und den Redestab hat rumgehen lassen. Und er hat erzählt, da stand einer, der hat 3, 4 Leute umgebracht, kommt nie mehr aus dem Knast raus, hat diesen Redestab und dem schießen die Tränen raus, weil es das erste Mal ist, seit er lebt, jetzt ist er 60, dass ihm irgendjemand auf dieser Welt zuhört. Weil er jetzt den Stab hat. So, wir sind so grob mit unseren Kommunikationen. Wir warten so gut wie nie drauf, nicht ihr, ich genauso, dass du jetzt Zeit hast. Und aha, ich sehe, jetzt bist du bereit und jetzt sage ich was. Ja, manchmal. Aber wir kriegen es grob rüber und grob zurück und so. So, das ist unsere Kultur. Und dann ist das, was in der Frage da war, auch kein Wunder. Aber wenn du richtig zuhörst, ist das ein probates Mittel, ein heilsames Mittel. Das Wesen merkt, es ist angekommen. Der Ratschlag ist angekommen, auf jeden Fall der Flow ist angekommen. Der Inhalt, da kann man auch drüber reden, aber der Flow ist auf jeden Fall, und das ist das Wichtigste. Wow. Danke dir, Wolfgang. Ich glaube, das können wir uns alle mal wirken lassen. Wahnsinn. Tausend Dank dir. Wir sind so weit jetzt durch die Fragen durch, weil du im Flow die meisten dann wieder mit sich selbst beantwortet hast. Ich glaube, es kam jetzt auch keine mehr, sondern es blubbern einfach seit 20 Minuten noch Herzchen. Und ich glaube, so fühlen wir uns auch alle. Das berührt ganz tief. Und ja, siehst du, sie sind alle für dich, Wolfgang. Ja, das sind aber die ganz normalen Sachen. Ich würde sagen, von den Fragen her war es das. Mhm. Ich danke allen, die hier heute sich nochmal Zeit genommen haben, vor allem Wolfgang, dass du dir so viel Zeit genommen hast, auch nach so einem langen Tag jetzt noch mit uns hier am virtuellen Lagerfeuer zu sitzen. Wirklich, dass du die Technik hier mit uns bewältigst. Und das ist für uns schon eine große Ehre, dass sich dann Menschen drauf einlassen und das mit hier in alle Ecken von Deutschland und noch weiter teilen. Großartig. Ja, ich freue mich, dass ich freue mich immer, wenn ich einen Platz habe. Mhm. Es ist ein Geschenk, dass du was zu erzählen hast, ist eine Sache, aber du brauchst auch irgendwelche Leute, die sich das anhören. Und ich freue mich natürlich, dass das hier so war. Und ich sehe die ganzen Herzen und bin berührt davon, diese ganzen Dinge. Aber es sind gleichzeitig auch völlig normale Sachen. Aber sie sind natürlich in unserer Welt nicht immer so klar. Aber das alles macht diese Wildnispädagogik aus. Das alles macht diese Szene aus. Und nicht nur unsere Szene. Es gibt genügend, die auf asiatisch drauf sind. Ob das jetzt buddhistisch ist oder das oder jenes. Wir ziehen da überhaupt nicht alleine am Strang. Das sind ganz viele. Und die Blüten, die sehen verschieden aus, oben das Bouquet. Aber wenn du runtergehst in die Wurzeln, das kommt alles von derselben Wurzel. Das ist alles dieselbe Nummer. Und ob du jetzt, ich bin halt lieber einer, auch wenn ich kurze Haare habe, mit Federn im Haar und Fransen. Und die anderen sind lieber mit roten Bluderhosen und drehen sich im Kreis. Und die anderen haben, das ist wurscht. Da musst du das nehmen, was dir am besten liegt. Und auch das kann sich ändern. Aber da ziehen viele dran und das ist gut, das sehe ich und da freue ich mich.
Das ist ein großes Netz geworden. Ja, auch wie wir gestern gehört haben, unter anderem dank dir. Die Wurzeln fand ich auch sehr spannend. Ja, ich freue mich zu zeigen, weil mir ist schon klar, dass das nicht jeder weiß oder bemerkt hat. Aber es ist ja mein ganzes Leben. Ich mache ja überhaupt nichts anderes. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes im Kopf. Großartig. Ja, das ist auch, weil ich das Glück habe, dass ihr mir das alles bezahlt zu machen lässt. Das ist, das war ja vorher auch nicht so. Und dann geht das. Schön. Die einen helfen mir und ich erzähle dann ein bisschen was und darf was erfahren. Und umgekehrt. Ich zahle auch genügend woanders. Das ist auch klar. Auch alles ein Kreislauf, ein verbundener. Also es kommt noch ganz viel Liebe hier auch im Chat an, auch an dich, dass du aus der Erfahrungsschatz sprichst und alles. Lieber Wolfgang, wenn du jetzt noch was sagen möchtest, gerne. Ich glaube, wir sitzen auch noch bis Mitternacht hier. Sonst würde ich mal unsere 52 Leute, die immer noch hier um unser Riesenlagerfeuer sitzen, auch mal ins Bett schicken, dass die morgen wieder frisch und munter sind und auch dich in den wohlverdienten, ins Traumland entlassen. Ja. Nein, der Chat wehrt sich. Aber ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Worte und ja, wir sehen uns ja morgen nochmal. Ja, ich danke dir auch. Du machst das toll und ich habe neulich auch schon gesagt, du machst sowieso dein Leben irgendwie toll und bist voller Begeisterung. Das ist cool, schön. Das ist Freude. Und danke euch alle, die da noch sitzen. 50 sehe ich. Wahnsinn, ne? Danke. Toll. Mensch, dann schönen Abend euch allen und wir sehen uns morgen in alter Frische. Ich glaube, um 10 Uhr geht es wieder los. Das habe ich jetzt gerade nicht. Wunderbar. Bis Gute dann. Nacht, ihr Lieben. Ciao.